Hello, this is Alex from Theme Park Worldwide, wishing you all a very Merry Christmas. Keep on listening to Airtime Radio. Of course, have a very, very Merry Christmas from me, Sean Sandbrook, and Theme Park Worldwide. Thank you very much. That's amazing. Ich muss wahrscheinlich damit aufhören, sonst muss ich wahrscheinlich gleich Geld dafür bezahlen. Herzlich willkommen zurück, meine kleinen Klingglöckchen und meine kleinen Weißröckchen. Herzlich willkommen zurück bei eurem Lieblings-Freizeitpark-Podcast, der da heißt Airtime Radio. Ja, es ist Weihnachten, meine Kerle. Also es ist, Viertel vor Weihnachten, würde ich sagen. Also wir haben jetzt Mitte Dezember, ziemlich genau. Kurz vorm dritten Advent sogar schon. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und wie jedes Jahr, das ist jetzt natürlich übertrieben, weil es ist, glaube ich, das zweite Jahr, wo wir es jetzt machen, steht der Airtime Radio Wunschzettel an. Ihr wart so lieb und habt viel eingereicht, viel Text und viel Audio. Ich glaube, 3 Audiobeiträge werden wir heute hören und viel Textbeiträge. Und ich werde mich gleich mit Jan und André zusammensetzen, 2 altbekannte Podcast-Gesichter, und eure Wunschzettel und vielleicht auch unsere Wunschzettel mal durchgehen und unsere Meinung dazu abgeben und einfach das Ganze diskutieren. Ich will auch gar nicht lange fackeln. Ihr hört jetzt als erstes, bevor es losgeht, ein sehr wunderschönes, natürlich von Jan gebasteltes, weihnachtliches Jingle, was euch schon mal auf das darauf folgende einstimmen soll. Also viel Spaß mit der Folge, macht's euch gemütlich, nehmt euch einen heißen Kakao und Lebkuchen, keine Ahnung, oder Dominosteine oder Marzipankartoffeln, wo auch immer ihr Bock drauf habt, und genießt die nächsten 7 Stunden. Nein, Quatsch. Viel Spaß mit der Folge. Peace! Von draus vom Walde komme ich her und muss euch sagen, es podcastet sehr. Bra! Wie lange hast du an dem Spruch gearbeitet? Den habe ich mir jetzt gerade aus dem Stegreif einfallen lassen. Was ist los, Junge? Wow! Ja, also wir sitzen jetzt hier zusammen und sind in absolut weihnachtlicher Stimmung. Ich trinke Kakao aus meiner Penistasse. Was trinkt ihr so? Ah, ich sehe euch ja. Wir sehen uns heute über Kamera. Was trinkt ihr denn so? Gerade gar nichts. Kein Eierlikör oder so ein Schein. Nö. Absolute Anfänger, mit denen ich hier arbeite. Also, herzlich willkommen zum illustren Runde, unsere illustre Weihnachtsrunde. Ich sitze jetzt hier mit Jan Epidemics, a.k.a. Young Jan, a.k.a. Sag mal noch einen Namen. Jan. K2. Bra, hallo und hallo. Hallo. Und mit André, a.k.a. Dr. Coaster, a.k.a. Dr. Dre. Und was? Was? So heißt du doch hier. Das Synonym ist nicht öffentlich. Okay, dann halt mit André, a.k.a. Dr. Coaster. Wie geht's euch, Jungs? Wie geht's dir, Jan? Mir geht's ganz gut. Ich habe gerade ein bisschen Hunger. Aber ich habe immer Hunger. Hunger auf euch. Aber sonst, ich bin noch nicht so ganz in Weihnachtsstimmung, muss ich sagen. Und es ist kalt und ich mag nicht, wenn es kalt ist. Okay. Dann hast du denn einen Adventskalender? Ja. Was ist da drin? Rubbellose. Ich habe auch einen Rubbellose. Ein Adventskalender aus 24 Rubbellosen. Hast du schon was gewonnen? Jeden Tag mein neues Glücksspielgefühl wird befriedigt. Hast du schon was gewonnen? Ja, ein paar Euros sind schon zusammengekommen. Ja, ich habe auch. Ich habe mir schon ein paar Euros zusammengerubbelt. Ich habe mir bei 6 Euro oder so errubbelt. Ja, ich auch, so um den Dreh rum. Hab mir so viel Euro errubbelt. Habe ich hart für gearbeitet. Habe ich hart für gearbeitet. Manchmal nehme ich
Manchmal nehme ich zwei Hände und dann kommt direkt mehr auf einmal zusammen. apropos, André, wie geht's dir denn? Super, ich mag Weihnachten. Super. Super. Supi. Supi-pupi. Voll random. Yeah. Ja, ich find's auch, ich mag es, wenn es kalt ist. Außer wenn ich dann morgens mit eh schon wenig Zeit dann noch kratzen muss. Musste ich letztens so hart kratzen, dass mir fast die Finger weggeflogen sind, weil es so kalt war. Ich bin ja ein Umweltsünder und habe Eisspray. Oh nein, ich bin ein Umweltsünder und mach das Auto schon mal an, weil er sich eh warm machen muss, weil es sonst nicht vernünftig fährt. Das sind die Leute, die zu viel Zeit haben. Ja. Wir sitzen hier schön zusammen. Gefühlt ist es mitten in der Nacht, aber eigentlich ist es erst 20 nach 5. Wir haben Freitagabend frei, yay, wochenendlich, hurra. Frei, yay, wochenendlich. Ich will ein T-Shirt, was das sagt. Das wochenendlich. Yay, frei, yay, wochenendlich. Samstagliche Freude. Nein, wir looken vorwärts auf ein schönes drittes Adventswochenende und haben wahrscheinlich auch schon alle Geschenke geshoppt. Ich habe noch kein einziges gekauft. Ich auch nicht. Ich habe alle. Ja, gut. Du bist ja auch organisiert im Gegensatz zu mir. User has left the channel. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ja, wir haben Weihnachtszeit, aber das habe ich ja eben auch im Pre-Intro schon mal gesagt. Ihr habt das wunderschöne Jiggle von Jan eben gehört. Jiggle your belt. Jiggle balls. Girl. Jiggle your balls. Nein, jetzt mal ernsthaft hier. Also, ja. Wir haben uns jetzt heute hier versammelt, um alle uns eingereichten oder mir eingereichten Wunschzettel und Wünsche durchzugehen. Ich habe mir die Clips, die eingesendet wurden, die Audioclips schon mal vorhin angehört und ein bisschen analysiert und eine umfangende Deutsch-LK-Analyse darüber geschrieben. Und me too. Ansonsten haben wir, das stimmt aber überhaupt nicht, ansonsten haben wir auch noch ein paar, was mache ich jetzt, haben wir auch noch ein paar, paar Comments bekommen und DMs, sind auch ein paar Leute in unsere DMs geslidet, also ich sage immer unsere, in meine halt. Wenn ihr bei sowas dabei sein wollt, dann müsst ihr Golden Tapes auf Insti folgen, weil da findet der ganze Shit statt. Ich weiß, ich war vor einem halben Jahr war ich noch auf Facebook aktiv, aber das habe ich mittlerweile alles rausgeschmissen, weil es mich so genervt hat und weil es keinen Schwanz mitbekommen hat. Deswegen findet alles jetzt immer über Insti statt und deswegen folgt dort @GoldenTapes. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch noch Dr. Coaster und Epidemics folgen. Und dann kriegt ihr so einen Scheiß mit und könnt euch daran beteiligen und werdet vielleicht Teil der nächsten Mitmachfolge. Mitmachfolge, da muss ich an Mitmachsache denken von Mickey Maus Wunderhaus. Mitmachsachen! Mitmachsachen! Oh, tut es! Sag mal, Jan, hast du jetzt eigentlich einen Erlebnispass? Ja, ich habe ihn mir letzten Montag geholt. Bist du jetzt wieder ein ganzer Mensch? Ich bin jetzt ein ganzer Mensch, ja. Weil ich immer vor, der Erlebnispass hieße anders, aber in derselben Konstellation so Freudenvisa oder sonst irgendwas. Freudenvisa. Der Drachenausweis. Memory Mastercard. Memory Mastercard. Die Nein, ich hatte eine Karte. Apropos Mastercard, das wäre auch eigentlich ganz geil, wenn man sich auf Jahreskarten Geld draufladen könnte, womit man dann im Park auch dann überall bezahlen könnte. Ich fände es allein schon mal schön, wenn man in den meisten Parks mal mit Karte zahlen könnte. Ja, okay. Ja, André hat sich ja letztens dieses Phantasialand Money geholt, als wir da waren. Was total unnötig war eigentlich. Also das ist quasi einfach nur so ein Geldschein, den du dir halt kaufen kannst, der aber keinen Wert hat, oder wie? Ja, doch, der hat Wert, also natürlich hat der Wert. Ja, nein, aber du kannst damit dann nicht wieder bezahlen. Ja. Das ist ein Dekorationsstück quasi. Ja, aber es war ganz witzig, weil André schuldete mir irgendwie 1,30 Euro oder irgendwas von irgendwas. Ja. Und er hatte die ganze Zeit kein Geld. Dann sagt er so, ja, dann gehe ich jetzt mal eben Geld holen, kommt dann wieder mit so 10 Phantasia dann Euro und dann so, ach nee, Moment, scheiße. Schönes Geschenk aber eigentlich, wo wir gerade bei Weihnachten sind.
Das stimmt. Wenn man so hier so hast du Geld, was du nur im Phantasialand ausgeben kannst. Ja, aber wenn du so eine Karte schenkst und dann vielleicht noch ein bisschen, wenn du jetzt sagst, hier, ich schicke irgendwie meine Nichte ins Phantasialand und will, dass sie auch den ganzen Tag da fressen kann, dann schicke ich halt die Karte und ein paar Phantasialand-Euros. Phantasialand-D-Mark. Phantasialand-Mark. Ja, bitte, du hast gerufen, mein Mathelehrer damals so, 2001. Und, lässt du dich jetzt umtaufen? Ich so, hä, warum? Ja, in Euro. Ja. Richtig, oh lustiger Bub, Alter. Aber das richtig war auch so einer... witziger Bub. Das war aber auch so einer, der sagt so, was ganz Andreas oder zum Bleistift oder na sicher Ehl und so ein Scheiß, ne? Oh Gott. Ratatat-Song, wo war ich jetzt? Ach ja, weil ich nämlich gedacht habe, dass wir vielleicht kurz einmal, weil die letzte Folge war ja übers Efteling und davor den Freitag, wann waren wir denn beim Wintertraum? War das ja vor der Freitag? Jedenfalls haben wir in diesem Podcast noch überhaupt nicht über den Wintertraum gesprochen dieses Jahr. Und da dachte ich, da wir jetzt alle ja einmal beziehungsweise mehrere Male da waren, könnten wir einmal kurz sagen, wie uns der diesjährige Wintertraum gefällt. Ja, ist schön. Nächstes Thema. Genau. Bist du frustriert oder was? Nein. Dann ergreife ich einfach mal das Wort, weil ich habe in den letzten Podcast-Folgen, wo ich mitgemacht habe, immer gemerkt, dass ich übelst still bin eigentlich die ganze Zeit. Und jetzt wollte ich heute mal ein bisschen mehr labern, reden, tun und machen. Dann habe ich auch mal ein paar Notizen gemacht für heute. Und, wow. Und die Mischung aus labern und reden wäre rar. Ich hatte zu viel Zeit in der Uni. Deswegen. Und ich war ja letzte Woche Montag da und habe mir das Ganze mal dort angeschaut. Und am Anfang, als ich zu China reingekommen bin, war ich ein kleines bisschen traurig, dass der feuerspuckende Drache nicht da war. Aber als ich dann abends die wunderschön illuminierte Burg oder was das da ist und diesen Vogel und diese ganzen Tiere da gesehen habe, dann hat es das auf jeden Fall wieder wettgemacht, weil gut, der Drache war jetzt schon so ein bisschen runtergekommen mit der Zeit, der Feuerspuckende da, und das sieht jetzt einfach wunderschön aus, vor allem wenn man es fotografiert, macht das auch nochmal, sieht das richtig gut aus auf den Bildern. Ich habe glaube ich 20.000 Bilder an dem Abend gemacht und natürlich der ultra geile Lampignon Champignon Gang da bei Geisterregner. Ping-Jong-Gang. Und der Gang da sieht auch ultra mega geil aus. Und wie man auf Marks Instagram und wahrscheinlich auf vielen anderen Instagram-Accounts sehen kann, nach Fantasy rüber, dieser Lichtergang, sage ich jetzt mal, beim Haus der Sechs Drachen auch richtig schön. Und es sind so viele Sachen, die auch neu sind. Die Tiere in Afrika, wo ja auch zumindest der Löwe oder andere Tiere noch beleuchtet sind. Ja, die sind alle beleuchtet, aber die sind nicht dauerhaft beleuchtet, weil das ist ja, das Ding. Ich bin nämlich da hingekommen und dachte so, ah nice, dann gehe ich jetzt mal eine Runde fahren und dann so, oh, ist ja irgendwie alles aus. Dann warte ich mal kurz und dann ging irgendwann wieder alles an. Ja. Dann so, okay, dann fahre ich wo jetzt schnell. Und dann habe ich es auch geschafft zu fahren, während die Dinge an waren. Das war irgendwie, es ist, glaube ich, nicht gewollt, dass sie an- und ausgehen. Das ist irgendwie, wie wir ja aus also ich habe ja irgendwie gehört, dass das verschiedene Light Modes gibt. Also dass das in diesem, haben sie ja in dem Video erklärt, dass das irgendwie verschiedene Experiences sein soll, aber halt aus und an ist ja jetzt halt nur zwei. Wow. Nein, aber wir haben ja, uns wurde ja erzählt, dass da die Programmierung irgendwie nicht richtig, ja, nicht richtig am Start ist. Das ist ja, also es ist glaube ich nicht so gewollt, weil es macht ja auch keinen Sinn, weil es fährt mal eine Bahn, wenn alles aus ist. Ich dachte kurz, das geht halt an, sobald die Black Mamba den Lift hochfährt oder sowas. Aber so ist es nicht. Die gehen halt random an und aus. Manchmal fährt die Black Mamba mit Licht, manchmal ohne. Deswegen. Ja. Aber wichtigste Frage, bist du denn auch die Schneerutsche gerutscht? Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich bin da gar nicht lang gegangen. Ich bin zu Colorado andersrum gegangen. Das und enttäuscht mich jetzt. Mit zwei Kohle. Ich bin ja noch öfter da, kann ja noch machen. Wir machen das noch, Marc. Und André, du kannst, wenn du willst, auch dazukommen. Du kannst auch dabei sein. Ja, du kannst auch dabei sein, mein Kleiner. Nee, wir haben es gar nicht gecheckt, weil es war so unfassbar wenig los, als wir da waren. Alles inklusive Taron hatte maximal 5 Minuten. Eigentlich war es überall large drauf. Selbst bei Taron konnten wir mehrmals sitzen bleiben. Und wir sind quasi den ganzen Tag, weil die beiden, mit denen ich da war, die sind von, die hören wahrscheinlich zu. Grüße gehen raus, ne, an euch. Und Grüßis.
Grüßis. Und wir sind eigentlich quasi den ganzen Tag nur Zaron gefahren. Wir sind den ganzen Tag, wir sind Black Mama gefahren. Wir sind eigentlich alles gefahren, sind aber irgendwie nie da hinten bei der Rutsche vorbeigekommen. Und haben uns mehr so alles andere angeguckt und haben auch trotzdem einen schönen, ruhigen, entspannten Tag gehabt. Das war sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht mit euch. Hashtag Schleimischleim. André, wir waren ja zusammen da am ersten Öffnungstag. Ich kam ja dann mittags dazu. Wie gefällt dir denn der diesjährige Winter Traum? Also ich finde es bis jetzt tatsächlich sehr schön. Das Einzige, was mich wirklich... Da stimme ich ein paar Leuten zu. Ich verstehe nicht, warum wir ein rosa erleuchtetes Schaukelpferd auf Chiapas stehen haben. Stimmt, das hat nicht so gut reingepasst irgendwie. Das habe ich, also irgendwie hält das aus, ob das da oben aus einem Boot rausgefallen ist und dann haben sie es halt da stehen lassen. Das ist so, das verstehe ich nicht so ganz, aber ansonsten finde ich auch die China-Figuren, diesen Phönix und die zwei Drachen finde ich extrem schön. Du meinst Garados. Garados ist echt schön. Ja. Gut, dass sie sich die Lizenz gekauft haben. Ist auch ein neuer Pokestop entstanden. Ich wollte gerade sagen, Fly wird auch ein Pokémon-themed Coaster. Genau. Letztendlich. Die Information kriegt ihr natürlich immer nur in diesem Golden Tapes Podcast. Ja, natürlich. Ich fand auch persönlich, ich kann ja dazu was sagen, ich habe mir ja jetzt alle Shows dieses Jahr angeguckt, weil ich ja auch nochmal alleine da war. Die Ice-Show ist echt sehr cool geworden dieses Jahr, haben sie ja geändert von White Christmas on Ice zu, ich glaube, Trubel, Truter, Tannenbaum oder Alle Jahre wieder oder wie, ich glaube, die heißt Alle Jahre wieder. Wird wieder lustig, wenn Theme Park Worldwide da ist. All Jahres wieder. Talvia, ein Wintermärchen, ist auch echt schön. Ist eher was für die ganze Familie, aber hübsch gemacht. Mit Storytelling, das man auch versteht. Und The Magic Rose fand ich dieses Jahr auch noch ein Stück weit besser, bis halt auf die Moderation, die so wie voll auf cool gemacht ist, das verstehe ich nicht. Ja, und Tiempo de Fuego ist Tiempo de Fuego 2018, also dasselbe. Ja, genau. Ja, und trotzdem immer geil anzugucken. Ein Dr. Coaster Geheimtipp: Wenn die Dämmerung über das Phantasialand hereinbricht, sollte man sich im Bereich Berlin aufhalten. Das weiß sowieso schon jeder, aber da passiert halt, da kommt nicht irgend so ein Hyopai daher und macht einen Schalter an, das Licht ist an, sondern da passiert etwas Magisches. Oh, etwas Magisches. Ja, da läuft nämlich das Lied Whisk Away to Wonderland, was ich jetzt weiß, seit ich auf YouTube einen Copyright-Claim da drauf gekriegt habe. Ja, ich war wie gesagt ja beim Eröffnungstag auch mit dabei und kann das nur bestätigen, der Switch war wirklich sehr schön. Ich wollte ihn dann später nochmal irgendwann sehen, aber dann war er auf einmal anscheinend sehr viel früher, weil wir waren dann zu der Zeit da, zu der wir da am Freitag da waren und da war alles schon an. Das heißt, er ist tatsächlich nicht konstant immer zur selben Zeit, sondern tatsächlich dann, wenn es halt dunkel genug ist. Deswegen da einfach irgendwie ab 16:30 sollte man da irgendwie sich in Berlin aufhalten, um das auf jeden Fall mitzukriegen. Und ich war, wie gesagt, diesen ersten Tag mit da und fand es auch echt mega. Erst war ich auch so ein bisschen skeptisch, als ich die ersten Bilder gesehen habe von den Pokémon auf Instagram und dachte so, hä, what? Das sah irgendwie aus wie so, ich dachte erst, das Bild, was ich da gesehen habe, wäre von der Kirmes. Ich dachte, das wäre ein Karussell. Dann dachte ich zum Fischte, das wäre eine Hüpfburg, aber als ich es dann live gesehen habe, dachte ich so, befremdlich, weil man irgendwie den Eisdrachen gewohnt ist, aber auf der anderen Seite, wenn man nochmal hingeguckt hat, dachte man irgendwie so, eigentlich ist es geil, weil das ist irgendwie so diese verspielte, farbenfrohe, China-mäßige, da haben die auch immer diese Paraden mit diesen Drachen und sowas. Und alles ist knallbunt, das finde ich eigentlich ganz geil. Und ja, das Schaukelpferd, ich reg mich jetzt nicht so sehr darüber auf wie die meisten, aber ich finde es auch, ist natürlich jetzt kein Mexiko-Ding, soweit ich weiß. Der hätte vielleicht eher eine Piñata oder sowas getan. Aber ansonsten die ganze Gestaltung in diesem Arkadengang, also diese Haus der sechs Drachen, auch wie jedes Jahr sehr geil. Bisschen schade, dass die Kugeln auf dem Mondsee irgendwie nur zur Hälfte funktionieren, weil die fand ich immer sehr beeindruckend, aber es ist irgendwie nur noch eine an. Und ja, es ist halt wieder die Saison der Tharon Night Rides und das ist halt einfach das Geist. Ich kann nur immer wieder sagen. Vor allem mit Nebel, ey. So ja, geil. Ja, ich war letztens da, ich war dann einmal so solomäßig da, abends für 2 Stunden und da hat es den ganzen Tag über geschüttet und dann war abends der Nebel aus. Also okay. Ich denke mal, dass das irgendwie miteinander zu tun hatte. Das war
auch mal eine ganz nette Erfahrung, aber ich finde es dann mit Nebel irgendwie doch besser und ich finde es immer noch, wenn man so an so einem gloomy, kalten, feuchten Tag nach Klugheim reinkommt und dann einfach, wie es da aussieht, das ist einfach immer noch komplett surreal, finde ich. Also ich kann mir nur vorstellen, wenn irgendwann mal Ruckburg offen hat und dann im Winter da irgendwie die Schornsteine qualmen und so, das, ich glaube, das ist... Oh ja, bitte. Also das stelle ich mir halt so vor, dass es da Schornsteine gibt. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Das wär wirklich bitte, schön. Bitte, bitte, bitte. Ich bin ja bekennender großer Nebel-Fan. Ich finde, Nebel macht halt einfach alles besser, was Freizeitparks angeht. Und deswegen, ja, Haron mit Nebel, wow! Da stimme ich dir voll zu, du. Ja, und ich habe schon, dieses Jahr habe ich tatsächlich so einen leichten Stress, möchte ich schon fast sagen, weil ich dauernd denke so, eigentlich ist der Wintertraum echt kurz, weil das ist ja nur noch bis nächsten Monat. So. Und dann denke ich die ganze Zeit so, oh mein Gott, ich muss dahin, ich muss ständig dahin. Und denke mir so, das ist einfach so, ich stehe halt da und denke, es ist so schön, aber es ist auch so schnell wieder vorbei. Und deswegen bin ich da diesen einen Sonntagabend auch einfach mal hingefahren alleine und bin da eine Runde gedreht. Bin auch mit Jasper jetzt ganz irgendwie kurz schon... noch zu. Ja. Entschuldigung. Nee, mit Jasper jetzt auch da gewesen und so. Ja, ist echt schön. Ja, bitte? Ich wollte noch sagen, für die Leute, die jetzt länger nicht im Wintertraum waren, dieser Switch, der immer kommt, ist quasi der Ersatz zur damaligen Licht- und Brunnenshow, die es mal gab. Es gab früher im Wintertraum, gab es die sogenannte Licht- und Brunnenshow, da wurde das Licht halt einfach angemacht und dann kamen alle, ich glaube, eine Stunde oder ich glaube drei Teile von dieser Licht- und Brunnenshow und dann kam halt zum Nussknacker-Soundtrack zum Beispiel, hat dann der Wellenflug hat aufgehört zu fahren und dann haben die Fontänen da irgendeinen Scheiß gemacht. Also nicht irgendeinen Scheiß, sondern halt eine Show gemacht und so weiter. Und jetzt ist das quasi der Ersatz dazu mit so einer sehr schönen, magischen Musik, läutet quasi das Phantasialand in seinen Wintermodus, seinen Nachtmodus ein. Wie ich gesagt habe, die Musik ist so Kevin allein zu Hause Wiedervereinigungs-Style. Genau. Also früher lief da halt der Nussknacker und sowas, diese bekannte Musik, die man kennt, bei der Licht- und Brunnen-Show und jetzt läuft da eben dieser signifikante Soundtrack. Ich dachte auch tatsächlich, dass der nur fürs Phantasialand gemacht wäre, aber ich wusste auch nicht, dass das ein eigener Soundtrack ist, den die irgendwo her haben. Ja, ich hatte halt für die Hörer zur Info, es gibt ein Video dazu auf dem Golden Tapes YouTube-Kanal und da habe ich irgendwie 5 Minuten nach dem Upload direkt so einen Urheberrechtsanspruch bekommen. Von wegen, weil ich halt diesen Switch gefilmt habe und die Musik hört man dann halt zimmerlich. Ziemlich deutlich und ziemlich toll. War hier der Copyright-Erheber war dann so, ey, das ist meine Musik! Gib mir das Geld von deinen Monetarisierungen. Und ich so, ja, es ist ja eh egal. Das Lied? Whisked Away to Wonderland. Jetzt so Google, oh, ist von Imascore. Nein. Nee, das ist nicht von Imascore. Ich glaube, das ist aus irgendeinem Film, oder? Warte, ich guck mal gerade. Es gibt hier von einem YouTube-Channel, der nennt das Ganze Baumzeremonie. Baum? Das ist so, ich stelle mir gerade vor, wie alle Mitarbeiter um den Baum rumstehen, so, hi, lass nur den da schnusch. Ich muss übrigens zwanghafterweise The Magic Rose gucken. Eigentlich wollte ich vorher schon gehen, damit ich danach aus dem Tummel mit den ganzen Autos da entkomme. Aber in dem Moment, wo ich gehen wollte, die Guards so, nope, Show fängt in 20 Minuten an, wir lassen jetzt schon keinen mehr wegen dem Feuerwerk durch. Zum Ausgang. Ich so, what the? Ich will nur zum Ausgang. Ich will einfach zum Ausgang. Dann kann mich eine Person begleiten. Das ist, in 20 Minuten fängt die Show erst an. Und die so, nein, sie gehen jetzt hier hinter die Absperrung und gucken sich die ganze Show an. Und danach stand ich dann trotzdem im Stau oben in der Ampel, weil die ganzen Leute nach Hause wollten. Also Whisked Away to Wonderland by Daryl Griffith. Genau, der. Ist einfach so ein Stock Dreamy Epic Music Track oder so, keine Ahnung. So viel zum Wintertraum. Ist auf jeden Fall echt schön dieses Jahr und lohnt sich wie immer. Ist meiner Meinung nach die schönste Phantasialandzeit des Jahres. Weil, ich sag immer. Es gibt ja Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Im Sommer ist es nochmal so ein bisschen anders. Stimmt, da hast recht.
es gibt ja auch die Sommerzeit, wo man dann bis 20 Uhr Öffnung hat und sowas. Das ist ja auch nochmal geiler als die normale Sommersaison. Egal. Jedenfalls alle, die mich irgendwie fragen, ist das nicht voll blöd im Winter in Phantasialand? Ist da nicht einfach nur irgendwie, da fährt doch nichts und so? Sage ich immer, nein, eigentlich kriegt man, außer jetzt River Quest, kriegt man eigentlich nur noch mehr als in der Sommersaison. Du hast alles, was du im Sommer hast, plus noch mehr. Außer River Quest. River Quest fährt ja nicht. Hab ich doch gesagt, hör doch zu. Ja, ja, ich wollte nur nochmal betonen, dass dann nicht nachher heißt, du hast gesagt, alles fährt. Wer sich die übrigens, River Quest fährt nicht. Wer sich Winter. Die musikalische. Manu! Wer sich die musikalische Untermalung im Phantasialand Wintertraum gerne mal am heimischen Rechner zu Gemüte führen kann, dass Phantasen tatsächlich Snippets veröffentlicht von dieser und Musik, die man als Klingelton nutzen kann. Hashtag unpaid advertisement. Hashtag Jamba Spar-Abo. Alles natürlich im Jamba Spar-Abo verfügbar. Texte jetzt, Start an 3x7. Da kann man sich dann aber tatsächlich auch mal den Klugheim bei Nacht, Sound, nicht wirklich Soundtrack, sondern des Ambient-Soundzeugs anhören, was da eben bei Nacht läuft, was übrigens auch sehr cool ist. Ja. Agreed. So. Dann, wenn ihr, wenn wir soweit fertig sind mit Phantasialand, dann würde ich schon fast sagen, dann legen wir los mit den mit dem Wunsch bei der Host. Ich wollte gerade sagen, bist du jetzt hier auf einmal der Moddy oder was? Nee, ich wollte das nur ein bisschen einleiten, okay, weil ich mir denke, wenn ich mir das anhören würde und ich habe hier sowas eingesendet, dann will ich mich ja. Ich habe halt auch keinen Bock noch länger mit euch zu reden, deswegen machen wir jetzt schnell. Genau, weiter. So, jetzt los hier. Nein. Also das meine ich natürlich nicht so. Was? Um Gottes Willen. Nein, also ich denke, wir sind alle so weit, dass wir... Ich wollte eigentlich noch meine Bananen-Story erzählen, aber dann lasse ich das jetzt. Ja, okay, Jan, dann machen wir jetzt. Du kannst auch zwischendurch halt noch weiter. So als Upbreaker. Nein, ich wollte einfach nur, dass wir auch mal irgendwie jetzt nochmal auf den Wintertraum kommen, weil die letzten Parkbesuche, die zwischen dieser und der Folge davor lagen, hatten alle mit dem Wintertraum zu tun. Und weil ich jetzt keine Folge in der Zukunft noch sehe, wo wir den Wintertraum featuren, dachte ich, dann quatschen wir jetzt eben darüber, haben wir jetzt einmal abgehakt. Wie gesagt, das ist eine gute Idee gewesen. Wie gesagt, große Empfehlung, geht auf jeden Fall dahin. Ist, wie gesagt, einfach nur, ihr kriegt einfach nur noch mehr dazu. Also wenn ihr sowieso irgendwie sagt, ich kann nur einmal im Jahr ins Phantasialand, überlegt echt mal im Winter zu gehen. Und an alle anderen, die öfter da sind, nehmt auf jeden Fall auch den Winter mit. So viel dazu. Ach, da ist der andere ja schon wieder. Ja, da bist du ja schon wieder. Hallo. Möchtest du die Wasserkästen reinschleppen oder was? Dort. Nein, natürlich nicht. Nö, da war was mit der LED-Beleuchtung. Ach so. Okay, pass auf. Aber die Hälfte mit Blau nicht funktioniert. Wir starten jetzt. Wir starten jetzt mit den Einsendungen. Ja. Und zwar starten wir direkt mit der Einsendung, die ich als erstes bekommen habe. Die ist auch die kürzeste. Die kommt nämlich von dem guten Marco, der auch schon mal fast hier vorletzte Folge zu Gast gewesen wäre. Fast. Nein, aber ihr kennt Marco ja auch aus diversen Podcasts und Videos, a.k.a. Muckel. Er hat als erster kommentiert unter meinen Instagram-Post mit dem Aufruf, hat er geschrieben, ich wünsche mir einen, okay, das wird jetzt schwierig, ich wünsche mir ein Golden Tapes, Young Yan, Dr. Coaster, HPC, Muckel-Wochenende im Holiday Park und Tripsdrill. Ja! 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 Auf jeden Fall. Und aus sowas Prinzip überlassen wir trotzdem machen. Bei Gesine. Ja, trotzdem bei das liegt ja quasi auf dem Weg. Nee, das Hansa-Park-Wochenende in zwei anderen Parks nochmal nachzuholen, wäre natürlich schön. Hm. Ja, bitte auch auf genau in der Konstellation. Und Jan muss wieder hinten in der Mitte sitzen und dann wird wieder noch schmaler gequetscht. Ich versuche dann auf dem Parkplatz wieder den Kupplungspunkt zu finden. Ja, genau. Das wäre so lustig, wenn wir einfach den Tag im Hansapark einfach nochmal nachspielen, aber halt mit Holiday-Park-Attraktionen. Jetzt fahren wir Kernern. Kernern fährt sich irgendwie anders als sonst. Und den Lift haben sie auch neu gemacht. Der geht jetzt also nicht mehr so steil. Wir gehen so rein zu Expedition GeForce so. Oh, yeah! Yeah! Hör, seit wann launch Flug von Novgorod dreimal? Lustig! Wenn Skyscream die Tore zugehen, einfach den Soundtrack nachspielen. Ja, und bei GeForce, din, 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 din. Egal. Schattenfeld.
Das nehmen wir auf jeden Fall in 2019 mal in Angriff, würde ich sagen. Ja, Mokel. Angriff. Mokel-de auf Insti. Dein Wunsch ist uns Befehl. Dann haben wir noch unter dem Insti-Bild noch einen zweiten Kommentar von Marlon.back. Hi Marc, falsch geschrieben. Und eventuelle Gäste. Ich wünsche mir für das Freizeitparkjahr 2019, dass im Toverland die Halle der Phoenix-Station zur Seite des Lifts gestaltet wird. Felsen oder grüne Wand. Felsen oder grüne Wand wie in Klugheim. Und dass der Dark Ride-Part überarbeitet wird. Ja, das machen sie ja. Orts. Ich wollte sagen, da sind sie doch quasi dabei eigentlich. Ja, Wunsch erfüllt. Dann können wir ja weitermachen. Genau so. Nein, aber das ist natürlich der größte Kritikpunkt von allen gewesen an Avalon and The Phoenix Legend. And, natürlich, das war so ein bisschen weird, dass das halt alles so mega hübsch gestaltet war und die Queue-Line so mega nice. Und dann fährst du da um die Kurve und parkst ins Parkhaus. Das war halt irgendwie seltsam. Aber man sah ja, dass sie da Pläne hatten der Vervollständigung. Yes. Gibt's da eigentlich schon irgendwelche Fortschritte oder weil die Bahn ist ja jetzt im Winter zu? Nein, keine Ahnung. Okay. Ich weiß es nicht. Nein, okay. Nee, ich kann auf jeden Fall zustimmen. Was ich mir dann eher wünschen würde fürs Toverland, ist, dass sie die Treppe am Ausgang vielleicht nochmal ein bisschen umbauen. Das wird irgendwann auch noch Thema werden. Irgendwann fliegt da so hart einer auf die Fresse, dass es umbauen müssen. Weil das ich fand das so nice, wie ich das erste Mal runterkam. Ich war so total desillusioniert. Was? Das kann man nicht machen? Nein, hier muss eine ganze Zughälfte durch. Wie soll das gehen? Ja gut, das ist auch noch öfter Thema in den Einsendungen gleich. Und auch über das Jahr jetzt, also seit Sommer auch sehr oft in der Szene Thema gewesen, dass das eine strange Entscheidung ist und wir uns dieses Drehkreuz alle wegwünschen oder einfach woanders hin platziert, weil notwendig ist es ja, weil sonst rennen die Leute irgendwie durch den Ausgang in die Station hoch und das wäre natürlich nicht geil. Ja, halt dann unten in dem Gang, wo sowieso Platz ist. Ja, ja, eben, das sage ich ja. Kann man ja versetzen, das Drehkreuz. Aber sonst muss ich zustimmen, der Start von Phoenix bisschen unglücklich, dass man da direkt einfach in ein Warehouse fährt und dann einfach da nichts ist, aber es ist, man hat irgendwie, also als ich das erste Mal drauf saß und da reingefahren bin, dachte ich so, okay, es ist blanko, aber es ist einfach offensichtlich, dass da noch was kommt, weil die sind ja nicht doof, die gestalten ja nicht einen absolut mega geilen, stimmigen, schönen Bereich und sagen dann so, fick die erste Kurve, da machen wir einfach gar nichts, sondern das war halt offensichtlich, dass da noch irgendwas kommt. Und auch die Gestaltung in der Bremse, wenn man auf der Schlussbremse steht, guckt man ja auch auf die grüne Halle. Ich finde, das ist so offensichtlich Work in Progress, da kommt auf jeden Fall noch irgendwas. Deswegen kann ich ja zustimmen. Dem Thema ganz kurz, was ich jetzt gar nicht im Kopf habe, hat Phoenix eigentlich einen Start-Soundtrack? Uff. Weil wenn es das nicht hat, dann würde es mir fehlen. Weil ich habe, das habe ich gar nicht drauf geachtet, als ich da war. Es kann auch sein, dass es irgendwie nachgerüstet wurde oder so. Aber das würde halt voll passen, wenn da wie bei Vogelrock irgendwie so ein Flügelschlagen kommt oder sonst irgendwas. Ja, stimmt. Das wäre sehr stimmungsvoll, würde ich sagen. Weil die Q-Line ansonsten ist natürlich wahnsinnig schön und sowieso der ganze Themenbereich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob da einfach die ganz normale Musik die ganze Zeit durchläuft, auch wenn die Bahn startet oder nicht. Oder ob da extra noch was passiert, das weiß ich gar nicht. Aber der Sound von diesen Wingcoastern ist ja auch schon so in Richtung, ne? Die machen ja auch immer, wenn sie losfahren. Kutsch, 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 kutsch. Ja, stimmt. Richtiges Nerd-Thing. Der macht ja so. Wir machen die nächste Airtime Radio Folge ist, wir machen einfach Geräusche aus dem Freizeitpark nach und die Leute sollen raten, was es war. Was ist das? Das ist der Auto. Lift von Colorado. Da können wir auf jeden Fall alle zustimmen. Dann hat er noch geschrieben, dass das Boosterbike nochmal irgendwann passend zum magischen Valai thematisiert wird. Station als Höhle gestaltet, wie der Wartebereich bei Django River und der Launch, Bremse und Kurve vor der Station als Tunnel. Ja, also das Boosterbike nicht mehr da reinpasst, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, auch natürlich von den Wagen her, ne?
ja, Motorräder im magischen Valley. Vielleicht kann man das so umthemen auf so Besenstiele, wo du auf dem Reiter oder so weit. Einhörner. Ja, oder Einhörner. Sie haben ja Stick-on-Augen auf die Dinger draufgeklebt. Echt? Toll. Ja, da ist so ein großes Auge auf jedem Motorrad vorne drauf. Wir haben eine 20-Euro-Investition für die Thematisierung gemacht. Gisela, ich habe auf Amazon hab ich was Schönes gefunden. Kann aus der Portokasse bezahlen. Also die haben ja einen Soundtrack, auch der halt so ein bisschen Racing und so ein bisschen magisch klingen soll. Race Through the Magic Valley heißt das, glaube ich, der Soundtrack von Booster Bikes. Also die versuchen halt irgendwie das so ein bisschen zu verbinden. Ich glaube, da kommt auch noch was. Ja, bestimmt. Also ja, ist halt schwierig, Motorräder mit magischem Valley zu verbinden, ne? Aber sie geben ihr Bestes, da bin ich mir sicher. Das glaube ich auch. Er wünscht sich noch mehr, und zwar außerdem wünsche ich mir für Untamed im Walibi Holland, dass es eher eine Airtime als inversionslastige Strecke wird. Das sind meine Wünsche. Jetzt wünsche ich dir und deiner Familie frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hiermit möchte ich mich auch nochmal bei dir bedanken für die vielen coolen Videos und Podcasts aus dem Jahr. Bis dahin, schöne Grüße aus dem Münsterland in die Airtime Radio Studios. Yeah! Schöne Grüße zurück. Vielen Dank für deine Wünsche. Ja, ich habe irgendwie so gar keine Emotionen, was Untamed angeht, weil ich irgendwie denke, es ist egal was. Es ist einfach, wow. So wie ich RMC kenne, denke ich mal, es wird eine gute, also bis jetzt gab es ja nirgend, also ja doch schon hier jetzt diese neueren Sachen in den, diese, ich sag mal, kleineren Bahnen in Anführungsstrichen. Jetzt nicht sowas wie im Cedar Point oder Magic Mountain oder was weiß ich. Aber die gibt natürlich auch ein paar Bahnen jetzt, ich weiß gar nicht, wie heißt, Twisted Timbers oder was das ist, was ja hauptsächlich auf Airtime ausgelegt ist, was ja quasi ein Out-and-Back-Layout mit Airtime-Hügeln und zwischendurch mal 2-3 Corkscrews oder so ist. Aber ich denke mal, da es ja eine etwas größere Bahn wird, wird es sein wie bei den anderen größeren RMCs auch, dass es ist eigentlich immer ein gutes Mischverhältnis aus Inversionen und Airtime-Momenten. Also es gibt quasi in dieser Bahn nichts anderes als Inversionen und Airtime-Momente hintereinander. Und eine Bremse und einen Start und einen Lift. Quasi. Eine Station. Und ich hoffe, dass es eine crazy basy Pre-Lift-Section gibt. So wie bei Twisted Colossus. Das wäre geil. Ja, natürlich, diese Startkurve von Robin Hood. Da kann man auch schön so ein paar Hügelchen einbauen. Also die Startkurve muss mindestens nach außen gebankt sein. Also ich kenne ja an RMCs jetzt bis jetzt nur Wildfire und also da haben sie zumindest, ich weiß halt nicht, das wird sich halt auf jeden Fall ganz anders fahren, weil Wildfire halt eine ganz, ganz andere Dynamik hat durch die Höhe, also viel outgestretchter ist und so weiter. Aber bei Wildfire gefiel mir die Kombi aus Airtime und Inversionen schon sehr gut. Also da haben sie es irgendwie sehr gut geschafft, das zu verbinden. Die hatte halt im Gegenende, hat die ja auch so ein paar kleine Corkscrews drin und so weiter. Und das ist halt dann schon cool. Ja, die sind immer geil bei RMC, diese kleinen, engen, wo man die von außen gar nicht so richtig sieht und sich so denkst, so jetzt gleich ist irgendwann Schluss. Und dann kommt irgendwo nochmal unten drunter reingequetscht nochmal so ein Corkscrew rein. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin für alles offen, weil ich bin bisher der Einzige von uns, der noch kein RMC gefahren ist. Von daher bin ich für alles, mein Körper ist bereit für alles, was da kommen mag. Ich bin einfach nur dankbar, dass es ein RMC wird und bin völlig emotionslos. Meinetwegen sollen da 30 Inversionen rein und 30 Airtime-Momente. Ich bin halt, was ich halt gerne hätte, wäre halt natürlich ein Outbanked Turn oder sowas, ne? So ein Outbanked Airtime Hill Turn, was auch immer. Wird bestimmt kommen. Weil das eins dieser Signature-Elemente ist, die ich halt bisher noch nicht gefahren bin. Und vielleicht ein Stall, aber das ist mir nicht so wichtig. Ja, bitte. Ja. Ja. Also ich denke schon, dass wir zumindest ein Zero-G-Stall und so ein Outbanked Airtime Hill bekommen werden. Wenn ich mir jetzt so die das Layout, wie es jetzt ist, bei Robin Hood angucke und mir so vorstelle, dass das neue Layout dem ungefähr folgen wird, dann kann ich mir halt ultra gut vorstellen, dass bei diesem, du bist ja bei Robin Hood quasi erstmal in die eine Richtung gefahren, dann so nach links,
Dann nochmal nach links und dann ging es ja quasi einmal 180 Grad und dann wieder zurück das Ganze. Ja. Und ich kann mir halt super gut vorstellen, dass bei dieser 180-Grad-Kurve, dass sie da so eine, wie bei, ich glaube, ist es Twisted Timbers? Ich weiß es gerade nicht genau. Weil die startet ja mit so einer 180-Grad-Turn und dreht sich dann in so eine Roll, in so eine Abwärts-Roll rein. Ja, das auch bei in Kentucky Kingdom bei den genau. Storm Chasers. Genau, und das da kann ich mir ultra gut vorstellen, dass so man da diesen so Turn fährt. Drop-Down. Ja, genau. Genau, und dann so mit Inversion quasi droppt. Weil als ersten Drop kann ich mir das nicht vorstellen, dass man direkt eine Roll hat, aber es muss so aus der Kurve raus sein. Ja. Das kann ich mir da gut vorstellen. Und ansonsten soll Aaron Schilk einfach sein Ding machen. wird er bestimmt tun. Ich denke nicht, dass er da irgendwelche großen Einschränkungen bekommen hat. Und was ich halt auch finde, ist, auf einer Seite finde ich es sehr gut, aber irgendwie auch so ein bisschen komisch, dass es halt übelst underhyped ist, so. Keiner spricht jetzt selbst, wo es angefangen wird zu bauen und die RMC-Schienen da sind, habe ich, glaube ich, einen Post, wenn überhaupt, gesehen von diesen Schienen und von dieser Bahn. Irgendwie so, keiner redet wirklich darüber und keiner freut sich scheinbar so richtig darauf. Was auf der einen Seite gut ist, weil dann nicht zu hohe Expectations sind, ne? So nach dem Motto, am Ende ist es doch nichts, wurde es überhyped. Aber auf der anderen Seite irgendwie so ist es so still um diese Bahn, obwohl das so ein krasses Ding ist. Also wenn war ja auch vorher so, dass alle sagten, boah, wir brauchen AMC in Europa, also in Mitteleuropa, boah, das wäre so schön und so ein AMC und Walibi könnte das ja bauen. Und jetzt baut Walibi eine AMC und alle so, ja, sieht doch nett aus. Genau, ist doch eine schöne Bahn, du. Also wenn du mal jemanden sehen willst, der wirklich hyped ist, dann musst du diesem Scott aus dem Walibi folgen, der uns auch darum geführt hat beim Community Day. Ja. Der postet nämlich jeden Tag Bilder von dem Aufbau und immer so ultra hyped und so, ah, oh mein Gott, es geht los, ah, und so. Und von jeder Schiene und so und jedem, ne, postet der was. Und ansonsten weiß ich von Zero G Reviews, dieser Peter, der auch da, mit dem ich da auch kurz gequatscht habe, dass der ein Making-of dreht, also der, ich glaube, das kommt halt einfach noch. Weil, klar, nur die Mitarbeiter sehen momentan was davon, ne? Beziehungsweise die Mitarbeiter und. Ja, aber die machen ja, das kam doch schon ein Making-of-Part. Ja, ja. Aber das war ja noch nicht wirklich viel, hat ja noch nicht viel verraten. Ja. Ich glaube, wenn die Leute. Ist es auch damals. Sorry, geht weiter. Ich glaube, wenn es irgendwann mal real wird, weil die ersten Schienen, der Drop steht oder was auch immer, dann ist, glaube ich. Es gibt ja auch noch kein. Es gibt ja auch noch kein Rendering oder sowas. Bei jeder Achterbahn, die angekündigt wird, gibt es als erstes ein Rendering und das gab es ja da noch gar nicht. Ja, okay. Ja, stimmt. Ja, ich glaube, so ein bisschen geheim werden sie es schon halten. Aber ich fand halt auch, dass, als es angekündigt wurde, ne, so nach dem Motto, ja, wir bauen jetzt ein RMC und keiner wusste das ja so. Viele haben es vielleicht geahnt oder was weiß ich, aber keiner wusste es ja so richtig. Selbst da war irgendwie der Hype nicht so groß. Ich habe auch letztens nochmal geguckt unter dem Ankündigungspost und sowas. Das war so ein paar Leute so, wow, cool. Ja. Wenn man das halt mit Wildfire vergleicht, ist das schon krass. Also. Und ich freue mich da auch ehrlich gesagt mehr drauf als Fly. Weil, also nicht auf dem Level. Word. Fly natürlich wegen, weil es eine krasse Thematisierung mit Rookburg wird oder Rookburg oder wie auch immer. Aber da ich ja schon RMC gefahren bin und das so eine unglaublich geile Bahn ist, freue ich mich mehr, ehrlich gesagt, auf Untamed als auf Fly. Von der Fahrt her, nicht vom Erlebnis her. Ja klar, ich meine, du kannst ja jetzt ja nur unter dem einen was vorstellen, unter dem anderen kannst du dir ja quasi noch nichts vorstellen. Ja, richtig. Deswegen... Ja. Was ich damit sagen will, dass ich ultra hype bin, einfach auf diesem. Ja, Moment. Ich bin auch, also bei mir ist es auch so, jedes Mal, wenn es mir ins Gedächtnis gerufen wird, dass sie das da gerade bauen, bin ich so, wow! Und dann, ne? Ich stell mir gerade vor, wie dann die Autofahrt dahin wird, wenn das Ding aufhat. Wow! Wow! Ja, lass mal Walibi, ja, okay. Wow, da steht ja ein AMC. Huch! Ja, und vor allem so bald schon, ne? Wie schnell die das Ding jetzt dahin kloppen. Gehört übrigens auch zu meinen Wünschen für 2019, dass ich da irgendwie irgendwo so bei der Eröffnung dabei sein darf. Das wäre natürlich mega nitze. Boah, das wäre mega. Hinter der Parkbegrenzung inoffiziell. Ja, das waren auf jeden Fall die Wünsche von Marlon Beck auf Insti, heißt er. Warte, habe ich glaube ich schon gesagt. Grüßis, der heißt, Marlon.beck, ja. Sollen wir weiter die Insti-Kommentare durchgehen? Das sind, glaube ich, noch zwei.
Oder sollen wir zwischendurch mal Audio machen? Ich würde sagen, wir können ja ein Audio jetzt erstmal reinbringen. Oder wir machen jetzt ein Audio, genau, abwechselnd quasi. Dann sind wir jetzt genau in der Chronologie, wie ich mir aufgeschrieben habe, dass die Beiträge reinkamen. Ja! Yay! Ja, Mokel Insti, Manon Beck Insti und dann kommt hier ein Audiobeitrag von Joscha Krone. Der hat mir per E-Mail seine Aufnahme geschickt und dann hören wir uns doch... Voll oldschool, ne? Ja. Dann hören wir uns die doch jetzt mal kurz an. Viel Spaß! Wusch. Ja, moin Marc und moin auch an deine lieben Gäste, die du zu deinem Wunschzettel-Podcast eingeladen hast. Mein Name ist Joscha, ich komme aus Fürstenau, das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Osnabrück, also in Niedersachsen, für die, die es noch nicht gewusst haben. Ja, du hast uns ja gefragt, was wir uns für das Freizeitparkjahr 2019 wünschen oder für das Fahrgeschäfte, thematisierte Parks wünschen, keine Ahnung. Und ja, bei mir steht an allererster Stelle auf jeden Fall richtig nices Wetter. Ich weiß nicht, ob das nach 2018 in diesem Jahr noch möglich ist, aber vielleicht muss das nächstes Jahr auch nicht so heiß sein wie dieses Jahr. Wir wollen ja auch mal ein bisschen an die Umwelt denken, denn man kann auch mit gediegeneren Temperaturen zufrieden sein und da vielleicht mal trotzdem das Auto dann in der Garage stehen lassen, damit es auch gediegenere Temperaturen sind. Was ein schwieriges Wort. Ja, also das ist auf jeden Fall Grundvoraussetzung für alles, damit auch diese Neuheiten, auf die wir uns alle freuen, nächstes Jahr geil zutage kommen, sagen wir es mal so. Und eins meiner Highlights ist natürlich als Hansapark Homeboy, als Hansapark ist mein Homepark Boy, Junge, was weiß ich, natürlich der Highlander und das bezaubernde Britannien. Oh mein Gott, es wird einfach so toll. Ich freue mich gar nicht so wirklich auf den Highlander, denn ich habe ich habe richtig Angst vor Freifalltürmen. Also in Achterbahn kann ich so einsteigen, Freifalltürme, oh mein Gott, Highfall im Moviepark oder Scream im Heidepark ist, oh Gott, sogar vom kleinen Freifallturm im Slakan. Ich bin raus sozusagen. Also nein, ich fahre die schon, aber das ist dann so ein richtiges Kickgefühl, was man bei Achterbahn vielleicht gar nicht immer so hat. Bei Achterbahn habe ich eher ein Glücksgefühl und bei Freifalltürmen habe ich wirklich so ein leichtes Angstgefühl. Das muss man schon sagen. Also da kommt Adrenalin auf jeden Fall drin vor. Aber ich freue mich auch eher dann nächstes Jahr im Hansapark halt auf dieses bezaubernde Britannien. Ich glaube, da hat der Herr Leicht sich schon was Ordentliches überlegt. Vor allem für die Neuthematisierung der Nessie und sowas. Ich glaube, das wird ganz spannend. Ich habe da richtig Bock drauf. Und wenn Hansapark was kann, dann irgendwie nice Thematisierung. Auch wenn die immer erst ein bisschen später fertig wird. Aber trotzdem, nice Thematisierung. Darauf freuen wir uns doch alle. Ja, und dann in Verbindung mit dem habe ich mir natürlich auch schon die Merlin-Jahreskarte gesichert. Dann geht's erst nochmal Kolossos absnacken. Mal gucken, was da so Nices gebaut wurde, was da so Schönes gebaut wurde bei Colossus. Wird auch nochmal ganz spannend. Ja, und sonst möchte ich einfach nächstes Jahr viel, viel erkunden. Ich möchte mal wieder nach Efteling, da war ich 3 bis 4 Jahre nicht mehr. Toverland, Phantasialand habe ich dieses Jahr alle zum ersten Mal besucht und ein nächster Besuch im nächsten Jahr oder ein neuer Besuch im nächsten Jahr, das wird auf jeden Fall wieder dabei sein. Also, da habe ich halt richtig Bock drauf. Mal gucken, wie das zeitlich passt. Das muss man ja immer nochmal gucken. Und natürlich soll es auch mal in den Europapark gehen, da war ich noch nie, weil das extrem weit weg ist, aber das ist so noch so ein Ziel, was ich mir nächstes Jahr setze, in den Europapark zu fahren. Mal gucken, ob das was wird, also ich glaube, es wird ohnehin ein nices Jahr und mal gucken, vielleicht kommt da auch was, woran ich an jetzt noch nicht denke im nächsten Jahr. Und das ist halt so das Geile, dieses Spontane und da habe ich halt auch mega Bock drauf, schön spontan in Freizeitpark. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Kann ich ja mal so die Frage in die Runde werfen. Lieber spontan im Freizeitpark oder alles durchgeplant? Oh, ist bestimmt richtig toll, diese Frage. Nein, müsste mal gucken, ob ihr das diskutiert oder nicht. Das sollte nur ein Anreiz sein. Ja, gut. Das war's von mir. Das sind so meine Wünsche. Ich habe einfach Bock auf nächstes Jahr und Hauptsache der Spaß ist da. Und der beste Freizeitpark ist ja eh der, in dem man gerade ist. So, um nochmal dich zu zitieren und deine schönen T-Shirt-Motive zu zitieren. Gut, das war's von mir. Ich sage Tschüss und wünsche euch noch eine schöne Podcast-Aufnahme und dann schöne Feiertage
und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank auf jeden Fall für alles und für deine Podcasts. Ciao. Ah ja. Ah, diese Stimme, einfach herrlich, wundervoll. Ich mag das. Jan ist großer Fan der Stimme. Ich bin großer Fan. Fan. Großer Fan. Ich bin ein großer Ventilator. Flug, flug, flug. Ich hab so einen Ventilator mit Jan-Gesicht vorgestellt. Mark, Photoshop das. Jetzt? Moment! Ja, also der Joscha wünscht sich erstmal gutes Wetter für die kommende Saison. Okay, ist notiert. Gutes Wetter ist ja immer relativ, ne? Wer mein Video gesehen hat, mein Lieblingsfreizeitparkwetter, der weiß, dass es bei mir nicht unbedingt heiß und Sonnenschein ist. Ja. und als zweites erwähnte er, dass er sich auf den Highlander im Hansapark freut, beziehungsweise den neuen Themenbereich Bezauberndes Britannien, obwohl er eigentlich ein Problem mit Freefall Towern hat, freut er sich trotzdem auf den neuen Themenbereich. Ich habe zum ersten Mal gehört, dass der neue Bereich so heißen soll. Steht das schon länger fest oder bin ich einfach nur doof? Nee, ich glaube, das stand halt erst mit der Ankündigung vom Highlander fest. Okay, ich habe es jetzt gerade zum ersten Mal gehört. Da haben sie dann gesagt, ja, das kommt alles ja wegen Nessie halt auch, ne? Kommt ins bezaubernde Britannien, weil Nessie ja eine britische Sage ist. Ist das nicht eine schottische? Ja, britisch. Also Großbritannien ist ja ursprünglich die gesamten Inseln. Geografie! Dann gibt es noch den Themenbereich Großdeutschland. So. Ja, da freut er sich auf jeden Fall drauf. Da bin ich auch, ja, ziemlich gespannt drauf. Auf den höchsten Gyros-Drop-Tower. Vor allem ja mit Onboard-Soundtrack. Onboard-Soundtrack. And the Seed Field. Also wahrscheinlich hoffentlich nicht beim Fall, das würde sich seltsam anhören. Wenn dann so eine total leise Musik während dem Fallen dabei so Wind so. Nee, dabei ist einfach hier diese Comedy-Flöten, kennt ihr dieses. So eine Slide-Whistle. Weep. Danke, Imascore. Wie lustig das wäre. So. Rip. Oder irgend so ein Meme-Geräusch. Oh no. Und dann droppt der oder so. Ja, im Moment des Ausklingens kommt so bruh. Bruh. Okay. Und dann droppt der. Und dann in die Bremse. Uff. Uff. Oh no. Wir müssen unseren Meme-Park endlich aufmachen. Ja. Und dann gibt's, wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Ideen. Dann gibt's halt auch eine Bahn, die nennt sich Traumschiff Surprise. Ich sag ja, wenn Star Trek mal keine Lizenz hat, soll der Moviepark mich anrufen. Ich habe da eine Idee. Oh ja. Super. Hi, hi. Ach ja. Wir waren bei Hansa Park und höchster Gyros-Drop. Ja, Gyros mit Schief. Gyros mit Schief. Oh Mann. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf. Zumal ich ja meine Hansapark-Liebe ja neu entflammt ist seit unserem Trip letzten Herbst. Mann, seit wir gemeinsam getrippt haben und uns vorgestellt haben, wir wären im Hansapark. Und ich Tripper. Oh Mann. Was passiert denn gerade? So. Oh, wir können ja einen Freefall Tower bauen und nennen den Niveau. Und dann immer, weißt du, so. Das Niveau droppt wieder. Ah! Oh Mann. Und der Witz ist dann dreimal lustig und dann wollen wir es nicht mehr. Genau. So, machen wir weiter. Ah, der Moderator hat gesprochen. Außerdem sprach er über den Holiday Park und Kolossos und dass dort er sich eine entsprechend schöne. Den Holiday Park? Park. Ja, gerade den Holiday Park und Kolossos. Wasch dir mal die Füße, damit der Dreck nachrutscht. Oh mein Gott. Der Heidepark baut ja zur Saison 2009. Soll es eigentlich zur Saisonbeginn eröffnen? Ja, also, das wissen die, glaube ich, selber nicht. Okay.
auf jeden Fall soll ja Colossus nächste Saison wieder öffnen und dann mit neuer Thematisierung, die da heißt, wie hieß das? Dingsbums der Giganten. Kampf der Giganten. Genau. Duell der Giganten. Duell der Giganten, nee, ja. Oder? Duell. Duell. Pokerspiel der Giganten. Krampf der Giganten. Krampf der Giganten. Einfach so eine Freiheitsstatue, die sich an die Vene passt. An die Vene? Warte, meinte ich. Was soll eigentlich Giganten heißen? Weil es ist ja nur eine Bahn. Ja, die bauen Kolossus einfach noch, die machen Steuerung C, Steuerung V nochmal daneben und dann. Das ist nur eine Bahn in so einem kleineren Radius, die nur halb so hoch ist. Wenn es Einzahl wäre, ist ja scheiße, dann heißt es ja Duell der Gigant. Das ist so eine Story, dass Kolossus mit sich selber Probleme hat. Das ist dann so Verstand genau. Gegen. Der Kampf mit der Depression. Aber eigentlich, wenn man, also jetzt, wo ich gerade mal so drüber nachdenke, eigentlich wäre es ja Quatsch, wenn sie nichts machen würden mit irgendwie, also wenn sie nicht irgendwie ein Element, ein Duell-Element hinzufügen würden. Warum sollten die Bahn dann so nennen? Ja, ich verstehe halt auch nicht, also es kam ja mit der Umthematisierung in der Kindergarten Soltau hat den Zug angemalt, kam ja dann dieser neue Soundtrack, den halt alle so lieben, also diese drei neuen Soundtracks. Colossus hat ja drei Soundtracks. Die ja. Da, also drei verschiedene Titel. Und jetzt, die sind halt so nice und so schön und toll und die sollen jetzt dann, also wenn eine neue Story kommt, kann mir ja keiner erzählen, dass sie den Soundtrack so belassen. Ja. Das wäre ja dann irgendwie schade, wenn sie dann für ein Jahr oder für nicht mal ein Jahr haben sie dann einen neuen Soundtrack produziert. Toll. Ja. Was ich mir halt auch vorstellen könnte, ist, dass es wahrscheinlich vielleicht ursprünglich Kampf der Giganten nennen wollten, aber Kampf der Giganten ist ja ein Film. Das heißt, da haben die wahrscheinlich keine Rechte zu, den so zu nennen. Deswegen mussten sie sich irgendwas anderes ausdenken. Deswegen haben sie einfach Duell der Giganten gesagt. Aber es muss ja trotzdem irgendeinen Gegner geben. Ja, das ist ja, also ich glaube, vielleicht ist der Gegner diese Statue, die da, oder was weiß ich, was da gebaut wird. Irgend dieses Ding, was halt über den letzten Airtime Hills am Ende, wo die Bahn ihre Geschwindigkeit verliert. Du meinst den Wicker Man? Machen die jetzt einfach weg, haben sie einfach den Everest nachgebaut wie in Disneyland. Thicker Man. Das ist das Matterhorn. Mensch. Ach so, stimmt. Ich finde, dass Wicker Man zu Wegmann wird und einfach so Wegmann nee, durchfährt. Nee, das ist der Hauptsache, ich korrigiere dich weg und es gibt beides. Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist der Matterhorn. André. Du doof. Die Bahn heißt doch Expedition Matterhorn. Nein, das sind die Everest. Das sind die Everest Zugspitze. Schön. Ja, jedenfalls wünscht er sich, dass Colossus gut ist und eine schöne Thematisierung bekommt. Und dann wünscht er sich für sich selbst als Trip-Goal, dass er es endlich mal in den Europapark schafft. Und da wünschen wir dir viel Erfolg bei. Und ja, auf jeden Fall. Ja, Europapark müsste ich eigentlich auch mal wieder. Ich war zuletzt 2010 da oder so. Also ich bin noch nicht... Ich aim da nochmal so im Saisonstart hin. Ja? Ja, könnte man tatsächlich ja dann auch verbinden mit dieser Tripsdrill Holiday Park Geschichte. Du bist ja crazy! Wow. Drei Freizeitparks! Freizeitmarks. Drei Freizeitparks. Das ist der Name für Mann von Marks 2 Channel. Freizeitmarks. Nein, Freizeitmark ist doch voll der geile Name. Klein dir das mal. Freizeitmark. Ja. Und wenn du dann halt nicht mit Freizeitparks machen willst, dann kannst du das auch als, kannst du dich ja vermieten an so Callboy-mäßig. Ich wollte gerade sagen, das klingt, als wenn ich Callboy-mäßig, der Freizeitmark. Ja, der Freizeitmark. Rufen Sie an und bestellen Sie sich Ihren Freizeitmark. Ich mache so Fahrradtouren und sowas, weißt du? So. Ja, genau. Jetzt neu, die große Panoramatour durch Sauerland. www.freizeitmark.de.vu Oh, bitte claim mir die IP, bitte tu es. Freizeitmark, so. Weil ich Freizeit mag. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Du kannst ja auch so eine Art Payback-System machen, dann kann man sich Freizeitmark sammeln. Ich mache mir mal gerade einen neuen Instagram-Kanal. Oh, Hilfe, es wird immer schlimmer. Dieser Trip kostet nur 5 Freizeitmark und das ist so, weil Freizeitmark Freizeitmark. Ich gucke jetzt, ob es den Instagram-Account schon gibt und wenn nicht, dann mache ich mir den. Ach ja. Freizandre ist dann mein Name. Freizandre, ja, das ist aber nicht so gut.
Entschuldigung. Weil es passt halt nicht so geil. Das andere passt halt viel besser. Kommt, wir gehen Rollerblade. Jan. Was ist mit Young Jan? Was hast du gesagt? Hast du gerade meinen Namen kritisiert? Hast du da, was hast du getan? Außerdem ist es ja nicht meine Schöpfung, ist ja Marks Schöpfung. Also wenn dann... Ist das Copyright da drauf? Ja, quasi. Ich kann dir den auch ganz schnell wieder wegnehmen, den Namen. So, also ja, Kolossos, hoffe ich auch, dass es wirklich toll wird. Ich gönne es dem Heidepark, damit sie endlich wieder gut werden. Oh mein Gott, das habe ich gerade laut gesagt. Ja, ganz ehrlich, es gibt doch gerade keinen Anreiz, dahin zu fahren, wenn man schon mal da war, oder? Wie gesagt, ich verweise da gerne auf mein Video mit den meisten Aufrufen. Ist tatsächlich der Heidepark-Vlog mit Simon. Weil das war halt eine einzige Enttäuschserie. Das war so, ich hab Scream nicht mal erwähnt, obwohl wir es gefahren sind. Und Scream war zum Beispiel, ist immer noch eine meiner Lieblingsattraktionen im Park. Und ich war an dem Tag so down von dem Park, dass ich da... Naja, es war ein schöner Tag, wir hatten Spaß und es ist auch immer noch, Freizeitpark ist immer schön. Aber es gibt natürlich deutlich bessere Parks. Ja, also ich mag Krake immer noch gerne, ich mag Scream gerne, ich mag das Rafting, also da gibt's Sachen, die ich mag, aber wenn ich jetzt sagen würde, hier ist eine Liste mit Freizeitparks, wo du hinfahren kannst, such dir einen aus, würde ich halt gerade nicht den Heidepark nehmen. Ich musste gerade wieder schmunzeln, weil du sagst, es gibt Sachen, die ich mag. Tschüss. Ich krieg gerade so einen strafenden Blick zugeworfen. Nee, aber höchstens halt, weil die Merlin oder beziehungsweise die Heidepark-Jahreskarte nur 20 Euro kostet, wie es jetzt gerade irgendwie der Fall war, dann könnte man das vielleicht mal überlegen, mit Hodenhagen zu verbinden. Wenn man die sehr nett Danke sagen bekommt, sehr nett Bitte sagen bekommt, gehst zum Guest-Service und sagst, ach bitte, und dann geben die die Jahreskarte. Ja. Wollen sie auch noch im Abenteuerhotel übernachten? Nee, also der Heidepark schmeißt ja gerade wirklich Eintritte hinterher, weil sie genau wissen, dass das halt... Naja, wenn die Hauptattraktion zu hat, ist schon doof. Ja, irgendwie schon. Und ist ja auch nicht so, dass man Kolossos irgendwie verstecken kann. Also es ist halt immer sehr präsent. Ja. Ist auch eine Folie drüber. Was hat er denn weiter noch gesagt? Das war sein Kommentar. Der war dort zu Ende. Aber... Jetzt könnt ihr entscheiden, wir haben jetzt, Kommentar, Audiobeitrag, so. Jetzt können wir entscheiden, es gibt noch zwei weitere Audiobeiträgis, es gibt aber auch noch eine Insti-DM und noch zwei weitere Insti-Kommentare. Hast du dir nicht aufgeschrieben, wer wann was eingeschickt hat? Ja, dann wäre jetzt als nächstes wieder ein Audiobeitrag dran. Ja, dann machen wir das immer so. Okay, dann kommt jetzt der Audiobeitrag von Leon Mohr. Viel Spaß! Hi Marc, hi auch an alle anderen Zuhörer und auch hallo an einen eventuellen Gast bei dir im Podcast. Mein Name ist Leon, ich bin von der Instagram-Seite Parks and Funfair. Ja, als allererstes wünsche ich mir halt eine friedlichere und vor allem eine Saison ohne größere Zwischenfälle, weil, wie vermutlich jeder weiß, war in diesem Mai ja der Großbrand im Europapark, der einfach eine ganze Themenfahrt niedergebrannt hat und auch Teile vom Fjordrafting und das ganze skandinavische Dorf. Und das ist echt krass, wenn man im April noch da war, noch alles gefahren ist und im Oktober nochmal hinfährt und einfach alles weg ist und alles voller Plan und Bauschutt. Und das war einfach mega komisch, dass auf einmal so was Großes weg ist, was man eigentlich immer mitgenommen hat und was auch einfach mega geil war, diese Themenfahrt. Ja, was mich angeht, ich wünsche mir, dass ich nächstes Jahr in viele neue Parks und auf viele neue Kirmesplätze komme, was nächstes Jahr bei den Kirmesplätzen auch endlich mal die Düsseldorfer Rheinkirmes oder Krange werden könnte. Als allererstes geht's, wenn es soweit ist, für mich in das Bobbianland. Vor allem, weil nächstes Jahr auch ein neuer Triple Lounge Coaster von Gerstlauer dort eröffnet wird. Und weil ich sowieso noch nicht so viel Triple Lounge Coaster gefahren bin, lohnt sich das dann für mich umso mehr, mal ins Bobbianland zu fahren. Vor allem auch wegen Indiana River und Typhoon, weil ich peinlicherweise noch nie einen Eurofighter gefahren bin. Des Weiteren freue ich mich auf eine neue Tour in ein anderes europäisches Land. Das
weiß ich nicht, das wird mein Sommerurlaub nächstes Jahr. Das wird entweder Schweden, England, Spanien oder was ganz anderes. Also freue ich mich da megamäßig drauf auf den Sommer. Genauso viel freue ich mich aber auch auf Swalibi Holland mit dem neuen RMC Hybrid Untamed. Ich bin einfach noch nie in RMC gefahren und die Dinger, die sehen einfach so krass und so einfach so unrealistisch aus, dass ich mich einfach mega krass auf dieses Ding freue und wahrscheinlich auch zu den Halloween-Zeiten mal dahin fahren werde, weil das soll auch echt ziemlich geil da sein. Habe ich so jetzt die letzten Jahre mal immer wieder auf YouTube gesehen, wie geil das da eigentlich inszeniert ist. Und ich meine, Walibi, da kann man ruhig mal öfters hinfahren. Dann freue ich mich noch auf den neuen Wasserpark im Europapark, Rolantica. Also eigentlich bin ich überhaupt nicht der Wasserpark-Fan, aber wenn man mal bitte die Artworks von Rolantica gesehen hat oder das Modell, da kann man auch mal als Nicht-Wasserpark-Fan ruhig dahin fahren, weil das sieht einfach echt mega, mega geil aus. Ey. Und dann auch noch, 16, 17 Rutschen oder so. Also doch, da könnte sich mal ein Tag drin lohnen in dem Ding. Dann geht's in den Freizeitpark Plon, wo nächstes Jahr Dynamite eröffnet. Da werde ich nächstes Jahr wahrscheinlich nicht so schnell hinkommen, weil das halt am anderen Ende von Deutschland ist, von meiner Sicht aus. Wird mich aber trotzdem mal interessieren, wie das Ding letztendlich aussieht, weil das Layout ja schon ziemlich kurz kam. Ich denke aber, dass der Freizeitpark Plon da sehr viel thematisieren wird, dass das Ding wieder richtig gut aussieht. Und jo, des Weiteren freue ich mich aber auf Swalibi Belgien. Das ist genauso weit weg wie das Bobbejaanland von mir aus. Und da wird nächstes Jahr eine neue Themenfahrt eröffnen, die sich Popcorn Revenge nennt. Interaktiver Dark Ride von ETF, glaube ich. Nur das Kuriose halt an der Sache ist, dass Swalibi Belgien schon einen interaktiven Dark Ride von ETF im Park hat. Meinetwegen, der eine Dark Ride im Walibi Belgien ist mega geil, also denke ich, dass sie das nicht verkacken können. Also ich meine, das Thema ist jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube schon, dass das ganz cool werden könnte. Ja, dann geht's halt noch ins Phantasialand mit Fly. Und Fly ist halt so eine Sache. Viele sagen, dass das nächstes Jahr eröffnen wird. Ich bin mir da aber noch nicht so sicher, weil alles liegt noch so offen rum und alle Schienen sind noch nicht montiert. Klar, das kann schnell passieren, das haben wir gesehen, auch mit Phoenix im Toverland. Das Ding stand in 8 Monaten mit Thematisierung, mit allem. Klar, wenn das Phantasialand da ein bisschen reinhaut, dass das was werden könnte, aber ich glaube noch nicht so an 2019. Es könnte gut sein, ja, aber momentan bin ich noch für 2020. Es kann halt echt gut sein, dass das nächste Jahr eröffnen wird, aber ja. Also mir persönlich wird auch nur ein Ankündigungsvideo reichen, weil wir einfach jetzt schon sehr lange nichts mehr von Fly gehört haben, bis auf dieses kleine Teaser-Video, was wir bekommen haben. Jo, des Weiteren hätte ich sonst noch 3 Veränderungsvorschläge bei Phoenix vor in Toverland. Die Aufteilung auf linke und rechte Seite, die ich einfach bei meiner ersten Fahrt, also ich weiß nicht, ob ich dafür zu dumm war oder einfach nur begeistert von der Thematisierung da unten im Wartebereich. Das verpennt man halt sau schnell und checkt gar nicht, dass man da links oder rechts gehen kann, auf die jeweilige Flügelseite von Phoenix zu kommen. Ja, des Weiteren, das Drehkreuz am Ausgang von Phoenix, für Leute, die da noch nicht waren. Du gehst halt aus Phoenix raus, normal, eine Treppe runter. In der Treppe ist so ein Winkel mit einem Drehkreuz und das steht einfach komplett im Weg. Das heißt, du kannst da runtergehen und dich einfach mega aufs Maul legen, weil das so ein Drehkreuz steht. Und also, dass da noch keiner wirklich heftig auf die Fresse geflogen ist, wundert mich eigentlich so, weil ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, mitten auf der Treppe einfach so ein Drehkreuz zu klatschen. Und drittens, dass die erste Kurve von Phoenix, die einfach in der schwarzen Halle abgefahren wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt aus zeitlichen Gründen nicht mehr diese Saison geschafft wurde oder sonst was. Aber auf jeden Fall, dass die erste Kurve von Phoenix noch thematisiert wird, das war es eigentlich mit Veränderungen. Sonst ist mir eigentlich dieses Jahr echt nicht viel aufgefallen. Des Weiteren gibt's aber noch was, wo ich mich freue, die Familie Höfnagels, die Schaustellerfamilie, ein neues Fahrgeschäft bekommt und halt noch keiner so richtig weiß, was es wird. Oder ich bin spät dran und jeder weiß es schon und weiß noch nicht. Und es wird als neues Hochfahrgeschäft beworben, was glaube ich noch nicht so auf der Reise vertreten ist. Ja, ich habe mir mal halt so ein paar Gedanken gemacht, was könnte man noch so auf die Reise bringen, was noch nicht da ist. Und bin immer auf die Idee gekommen, dass man eigentlich mal so, also das hat ja mit Fliegen zu tun anscheinend, dieses Hochfahrgeschäft. Und ja, da habe ich halt so gedacht, Skyfly eventuell von Gerstlauer, dass man das vielleicht auf die Reise bringen könnte. Ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist. Ja, und so zum Schluss noch, um mich fett einzuschleimen bei dir, dass du immer schön weiter deinen Kanal machst und auch immer schön weiter vloggst, weil ich weiß nicht warum, aber ich gucke halt
deine Vlogs zum Thema Freizeitpark echt am liebsten, weil einfach nice. Vor allem auch der Schnitt, der gefällt mir immer mega gut. Und ja, mega funny auch. Ah ja, mach das einfach so weiter. Aber vor allem, dass du noch nächstes Jahr viele Podcast-Folgen machen, weil ich weiß echt nicht, was ich ohne deinen Podcast machen würde. Auch meine Freundin nicht. Hier gehen Grüße an meine Freundin raus, die dich auch immer sehr gern hört. Gerade wenn ich Parks oder auf Kirmesplätze fahre, gebe ich mir eigentlich immer deine Podcasts, höre die nochmal von Anfang an oder halt zum Park entsprechend, wo ich hinfahre. Oder halt auch immer die neuen. Ich habe die eigentlich immer im Auto laufen. Und du bist auch eigentlich der einzige Podcaster, nennt man das so, den ich höre. Und ja, ich hoffe einfach, dass nächstes Jahr viele weitere Folgen Airtime Radio rauskommen. Ja, das waren so meine Wünsche für die Freizeitparksaison 2019. Man hört und stört sich. Das war Stimme. Nee, stopp. Das war auf jeden Fall ein sehr ausführlicher Beitrag. Hat quasi die Folge um 15% länger gemacht. Nein, Leon, vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag. Ich habe mir die Key Facts und die Bullet Points hier mal rausgeschrieben. Und zwar als erstes hat er gesagt, er wünscht sich eine Saison ohne Zwischenfälle à la Europa-Park, Burn Down, Burn Baby Burn, also ohne Zwischenfälle. Also quasi... This park is on fire. Ja, das wünschen wir uns natürlich alle immer. Moment, was wünschen wir uns? Eine Saison ohne Zwischenfälle, konzentrier dich. Das hier kein Spaß. Ja, wir wünschen uns natürlich alle immer, dass die Saison ohne Zwischenfälle verlaufen und keiner verletzt wird und nichts kaputt geht. Dann wünscht er sich für sich selbst, dass er viele neue Parks und Kirmesplätze erforschen darf. Zum Beispiel nennt er die Düsseldorfer Rheinkirmes oder Krange. Übrigens denke ich immer noch, dass Krange super geil mit Cranger Things werben könnte. Cranger Things. Postet eure Bilder unter dem Hashtag Cranger Things. Just Cranger Things. Wir gründen einen neuen Hashtag. Wo war ich? Ja, dann wird er das erste Mal das Bobbejaan Land besuchen, also den Bobbejaan Land, weil das ist bei ihm in der Nähe, hat er gesagt. War aber noch nie da und die kriegen ja auch zur nächsten Saison einen Triple Launch Coaster. Triple Launch Coaster. Den habe ich auch irgendwie so gar nicht auf dem Schirm. Die kriegen eine neue Achterbahn. Die kriegen einen Triple Launch, ja. Welcher Manufacturer eigentlich? Ist das nochmal? Ja. Warte mal, das finde ich jetzt mal kurz raus. Bobbejaan. Also, schätzungsweise ja dann Intermin, also ich denke mal. Nein, das ist... Wer verkauft denn sonst Triple Launcher? Vekoma? Mark? Nee. Natürlich. Nee, Star Trek? Ja, aber nein, die kaufen noch keinen Mack. Wer weiß. Trau ich denen nicht zu. Gerstlauer. So. Ah, stimmt. Er hat wirklich den Freizeitmarker bestellt. Junge. Ich schick euch jetzt auch that I mark. Ich schick euch jetzt auch die Dates rein. Also jetzt die kommenden Fotos bitte nicht laut vorlesen, weil da sind die Passwörter für das dazugehörige Gmail-Konto und die Passwörter für das Instagram-Konto drin. Warum tust du das? Weil ich die Idee so geil fand. Ach Gottchen. Sorry. So. Folgt auch unserem Kollektiv-Account Freizeitmark. Ja, mach das mal. Oh Gott. Warum kommen wir immer auf solche dummen Ideen? Wir haben einfach, als wir im Hansapark waren, fast ein Trio aufgemacht mit A Cappella-Musik. Die Buddies, ja. Die Buddies. Wir sollen das auf. Ah, geil. The Buddies go wild. Buddies. Ja, wird auf jeden Fall ein Gersti und sieht eigentlich echt vielversprechend aus. Sweet Gersti. Nur habe ich halt so gar keine
gar nicht auf dem Schirm, dass es den gibt. Aber natürlich, jetzt wo du es sagst, da das Bobbejaanland ja auch ein sehr liebgewonnener Park von mir ist, dieses Jahr geworden ist, sollte ich mir das mal auf dem Schirm halten. Ja, wann waren wir dieses Jahr nochmal da? Wird das jetzt so ein Golden Horse, Gold Rush Thing? Oder wird das jetzt so ein drei Individual Launches Ding? Ich glaube, das wird so einer mit einer Spike hinten, ne? So von wegen. Hast die? Ja. Da ist ein Bild, ja. Du hast so einen Vorwärts-Launch, dann hast du so einen Rückwärts-Launch mit so Spike. Halber Invasion und dann wieder Vorwärts-Launch. Nett. Ja, da freue ich mich dann drauf. Nee. Gerstlauer ist halt echt ein schöner Hersteller. Zwischen Sledgehammer und Forbidden Caves. Wann soll der aufgemacht werden? Nächstes Jahr, keine Ahnung. Anfang der Saison schon? Warum weiß ich nichts davon? Ach ja, du wolltest ja noch hinfahren, ne, Jan? Ins Bobbejaanland. Ja, weil ich hatte ja zum Geburtstag vom guten Henry Bobbejaanland. Nice. Nächster Account, den ich mir kleben will. Nein, Spaß. Nein, ich hatte ja zum Geburtstag vom guten Henry, falls er das hört, viele Grüße an der Stelle, hatte ich ja zum Geburtstag als Geschenk bekommen, dass wir nächstes Jahr zusammen ins Bobbejaanland fahren. Ja, und dann, wenn er Anfang der Saison irgendwie aufmacht, dann knattern wir da natürlich direkt hin. Also ich speichere Jan auf dem Server jetzt einfach als Bobbejaan ab. Mach dir doch auch Instagram-Account, Alter. Ein Triple-Lauchcoaster. Triple-Lauchcoaster im Bobbejaanland. Ja, der sieht ja echt schön aus. Hak ab. da freut er sich auf jeden Fall drauf. Dann plant er dieses kommende Jahr eine Tour in ein anderes europäisches Land zu machen. Er sagte, es wäre ihm noch, er wüsste noch nicht, ob Schweden, was es da sonst noch so gibt. ob Schweden, Belgien, was auch immer. Guck mal, was da gibt, ne? Fahr mal was hin. Was gibt es denn da so Schönes? Dann gehe ich mal in die Schweden-Info und frage, was die für Freizeitparks haben. Er hat außerdem auch Untamed erwähnt, das haben wir eben großartig abgehandelt. Dann freut er sich auf Rulantica, er freut sich auf sehr viel offensichtlich, auf Rulantica, obwohl er nicht so der Wasserpark-Typ ist. Findet das, er das Schild sieht einfach mal ultra sexy aus, das ist bis jetzt das Beste. Das Schild sieht so sexy aus. War das nicht so, dass sie auf den Artworks quasi einfach Klugheim... Ja. Also, nein, also man möchte denen ja jetzt wirklich nichts nachsagen, aber es sind halt auch Basaltfelsen und es sind halt auch diese Lampen. Also, es sieht ähnlich aus. Es ist halt auch einfach eine Kombination, die einfach auch geil aussieht und geil funktioniert. Ja. Wenn man mal 5 Minuten Skyrim gespielt hat und so. Nehm ich. Ja. außerdem, Plon in Dynamite. Dynamite in Plon. Das ist der zweite Big Dipper weltweit, oder? Pinemite in Don. Hallo? Pinemite in Don. Dann ist der zweite, ja, der erste Big Dipper ist Lost Gravity und der zweite wird dann jetzt eben Dynamite. Irgendwo habe ich letztens gelesen. Müssen wir erstmal gucken, ob man dort hinkommt, weil der steht ja in Sachsen, das ist auch schon ein Stückchen weit weg. Ne? Ja, richtig. Wo kann man auch mal mit Belantis verbinden, da kommst du jetzt mit der Movie Park Jahreskarte für Impe rein. Brauchst nur eine Banane für eine App geben. So. Ja, aber irgendwo habe ich letztens gelesen, da meinte jemand, dass Lost Gravity ja so schlimm mittlerweile sich fährt, dass man sich da gar nicht auf Dynamite zu freuen braucht. Da dachte ich so, hä? Aber wir haben ja auch festgestellt, dass Kernern gar nicht so schlimm ist. Warum rede ich eigentlich so weiter? Wir haben auch festgestellt, dass man da gerne mal übertreibt. Ich kenne aber, wie gesagt, ich nehme mich da auch nicht selber aus. Ich finde auch, ich übertreibe auch manchmal. Wenn man mal selber so einen schlechten Tag hat, wo man irgendwie, keine Ahnung, der Arsch ist sehr sensibel irgendwie tageweise, dann was? Kann man auch... Sorry, meine Ass-Sensitivity ist heute sehr hoch, deshalb war ich... Ah, gestern war wieder Mittwoch, mein Hintern ist wieder strapaziert. Im Bärchenglöb ging's wieder ab. Alter. So. Oh Mann. Ja. Ja, manchmal hat man ja einfach solche Tage, aber dass man halt irgendwie sagt, Lost Gravity ist unfahrbar, also... Finde ich ja. Jetzt nicht. Come on, Bro. Ja, er meinte, dass er sich darauf freut, obwohl das Layout recht kurz aussieht, aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist.
Ich finde halt deswegen, diesen einen Vertical Loop, das sieht halt ein bisschen No Limits mäßig aus, finde ich. Ja. Und dann so ein bisschen Autocomplete am Ende. Ja. Aber, ja, ich war noch nie in Plauen und weiß nicht, ob es sich lohnt in Plauen. Aber, ja, ich verfolge ja auch gerne, freue mich auch gerne einfach mal auf Sachen, um sie online zu verfolgen und zu sehen, was da so entsteht. Deswegen bin ich da auch gespannt drauf. Auch eine Bahn, die ich nicht unbedingt auf dem Schirm habe die ganze Zeit. Sieht aber von den Artworks echt nett aus. Sorry, ich habe dich, glaube ich, gerade abgeschnitten. Nee, ich war ja fertig. Okay. was ich bei Dönermed ziemlich interessant finde, ist dieser Wing-Overdrop, den man ja sonst eigentlich nur bei Wing-Coastern sieht. Und so hat man da eben mal so ein bisschen mehr Hangtime und droppt so richtig in die Strecke rein. Ja, und dann direkt dieser kleine Tünnelchen da. Oh, das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ja. Hauptsache, sie räumen die Leiter da noch weg. Ja, unsere erste Fahrt auf Dynamit. Wee! 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 Klatsch. Für so. die nicht wissen, wovon wir quatschen, es gab letztens ein Foto von dem Teil durch den Tunnel, der jetzt quasi aufgebaut ist. Und da steht halt links eine Leiter so voll in dem Fahrweg der Bahn. Deswegen fanden wir das lillig darüber, Witze zu machen, dass man in diese Leiter reinfährt. So. Witze sind immer lustig, wenn man sie erklären muss. Dann, eine weitere neue Attraktion für nächstes Jahr, die ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Habe ich einfach eigentlich irgendwas auf dem Schirm, außer Untamed, ist Popcorn Revenge in Walibi Belgien. Oh ja. Das wird ja ein Trackless Dark Ride von ETF? ETF Rides? Ja, ETF Rides. Ja. Und er sagte ja, womit er auch recht hat, es ist ein bisschen strange, dass sie sich einfach noch einen ETF Trackless Dark Ride reinstellen, weil sie ja schon einen sehr guten haben. Ist der nicht von der Sally Corporation hinten der... Du hast wahrscheinlich recht. Weiß ich nicht, aber... Also ich meine, das ist ja... Also ETF sind ja diejenigen, die Symbolika und Maus gebaut haben. Also das wird halt so ein Symbolika-Ding. Mhm. Weil das... Also ich fand die im Walibi oben sahen noch ein bisschen mehr aus wie Staubsauger. Aber es wird doch auch Interactive Shooting bla, oder nicht? Ja, aber ich habe irgendwie gesehen, dass da gar nicht so viel Dark Ride ist, sondern dass die eher so in so ein Theater reinfahren. Das ist halt sehr wenig Platz. Also die fahren halt einfach nur aus der Station in so ein Theater rein, glaube ich. Okay. Also das ist gar nicht viel Dark Ride, das ist eher Simulator, glaube ich. Okay. Habe ich echt keine Ahnung von. Aber um deine Frage zu beantworten, hier steht in Wikipedia steht bei Challenge of Tutankhamon, steht den Herstellern Sally Corporation und ETF Ride Systems. Ach so. Nö. Denk mal darüber nach. Ja, aber das ist, denke ich, eine sehr schöne, ich wollte gerade Edible sagen, Moment, das ist was anderes. Edition für, Moment. Sehr schönes Edible für Walibi Belgien. Sehr schönes Edible. Alles klar, ciao. Ich muss jetzt nicht erklären, was ein Edible ist. Es ist ein sehr schönes, schöne Edition für Walibi Belgien, die ja sonst nur auf Shuttle Coaster aussehen. Ein Shuttle Dark Ride. Der fährt so nicht die Station die ganze Zeit hin und her. Oh, Leute, mind blown. Ist Lost Temple ein Shuttle Dark Ride? Ja! Wow! Und natürlich Forbidden Caves auch, um Mark wieder an seine schlechten Erinnerungen zu erinnern. Ach, das war so ein ich hatte so eine Scheißzeit. Oh, die Wände hier sehen ja echt toll aus. Warum haben sie die Decke nicht? Was? Warum? Da habe ich auch letztens das Video nochmal angeschaut, wo wir vor diesem Plan stehen und du so, komm, lass uns Forbidden Caves fahren. Ich so, nein, kein Bock. Komm schon, wenn wir gerade hier sind. So, nein. Und dann gehen wir da rein und das sind einfach nur Kinder am Schreien und der Typ pumpt mich an, dass ich eine Kamera in der Hand habe. Ich so,
war wirklich irgendwie das Worst Case. Einziger hätte noch passiert, dass sie außerdem ein Werkslicht anhaben oder so. Mega angenervt an diese sinnlose Fahrt da rausgegangen, so, können wir jetzt wieder Achterbahn fahren? So. Ach so, komm, wir probieren mal VR aus. Wird ja nicht so schlimm sein. Nein! Ja doch, komm, wir probieren es mal aus. Es war scheiße! Ach ja, good times. Popcorn Revenge wird auf jeden Fall bestimmt auch richtig cool, weil Challenge of Tutankhamon ist ja auch sehr geil. Tutankhamon. Also, sowas können sie auf jeden Fall. Dann F.L.Y. Mein Bildschirm wird wieder schwarz. Also Fly im Fantasia Land. Er erwähnte, dass er sich nicht so ganz dran glaubt, dass sie 2019 aufmachen. Und er wünscht sich irgendwie mal ein paar Infos, Ankündigungsvideo oder sonst irgendwas. Sieh es anders, so steigt die Vorfreude mehr. Genau. Und es gibt ja genug Sachen, die geteasert werden. Also kannst du ja die Dynamite-Baubilder angucken und denken, es wäre Fly. War das böse? Nein, also ich finde es schön, dass es dann doch so eine Baustelle gibt, über die man halt dann gar nichts weiß. Ja. Wobei ein bisschen was weiß man natürlich. So Eckdaten, und ich meine jetzt mit der Veröffentlichung der Artworks von diesem Vekoma Flying Coaster wird ja langsam auch recht offensichtlich, dass es nicht einfach nur... Dass es von B&M kommt. Nein, dass es nicht einfach nur von der Station auf den Launch geht, sondern dass da irgendwas passiert und es irgendwas zu sehen gibt. Ist ja mittlerweile offensichtlich. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, mittlerweile jedes Mal, wenn ich im Land bin und diese Wand sehe, denke ich so, ich glaube, dieses Projekt wird dann doch nochmal um einiges beeindruckender, als ich die ganze Zeit denke, weil alleine diese thematisierte Wand nach Fantasy hin, und ich weiß auch immer noch nicht, was diese Stahlgerüste da darstellen sollen. Für mich ist es tatsächlich auch mal interessant, weil es ist halt eine dieser Attraktionen, wo ich mir im Fantasien immer gewünscht habe, dass du halt wirklich von beiden Seiten ja durch ein Tor oder eine Wand oder irgendetwas in diese Themenwelt reingehst. In Klugheim kannst du von oben reingucken und kannst dann halt auch von Chiapas rein, ohne großen Übergang und so weiter. Und da gehst du dann wahrscheinlich ja wirklich anscheinend irgendwie durch Tunnel oder was weiß ich, oder eine Tür oder irgendwas, gehst du in diese Welt rein. Also es ist halt so ein bisschen abgeschlossener noch. Und ich glaube, da kann man halt so richtig nice was rausholen. Ja, das stimmt. Dann auch so eine Transition-Musik irgendwie von Berlin nach Rockburg und dann von Fantasy nach Rockburg, und dann wirst du da so in diesen Mood gebracht. Oder ist es einfach nur eine Tür? Ja. Und ich finde halt, bei der Eröffnung kommt so einer Tür auf. Viel Spaß. Als der Rockburg-Eingang in Berlin revealed wurde, war ich ja so, ja Mann, genau so wollte ich es haben. So Glas, Stahlrohre, Ziegel, also so Brickwork und sowas. Backstein. Ist on point. Und genauso wollte ich sagen. Kaffeehaus. Ja, genau. Und man sieht ja von zum Beispiel vom Dampfkarussell, sieht man ja schon so ein paar Dächer und sowas. Und ich denke mir, allein das reicht mir schon, um meine Fantasie anzukicken, dass ich mir so eine, ich weiß nicht, hat einer von euch mal das Game Alice Madness Returns gespielt? Schon ein paar Aufnahmen davon gesehen. Bitte? Jetzt habt ihr beide gleichzeitig Aufnahmen davon gesehen. Ja, ich habe auch ein Let's Play gesehen. Weil da gibt es direkt am Anfang eine Szene, wo man auf so einem Dach ist. So, das spielt ja in London, und man ist auf dem Dach und du siehst richtig. Überall qualmende Schornsteine und so rickety Häuser, die so ein bisschen schief sind, und diese ganzen Dachziegel und die ganzen diese ganzen Bricks und so. Und so stelle ich mir es halt ungefähr vor. Du hast halt so, überall so, kommt halt so Dampf aus Schornsteinen raus, du hast so verwaschene Ziegelsteine überall und so raue Wände und Gassen und sowas, und das da geht direkt meine Fantasie mit mir durch, wenn ich mir das alles so ausmale. Ist natürlich die Frage, ob das irgendwann nachher annähernd so aussieht, aber das, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das nicht mega geil wird. Und jetzt mal ganz zu schweigen von der Achterbahn. Ich bin ja immer noch, ich glaube ja immer noch, dass die Bahn eher ein bisschen zahm wird, aber so ein ganz ganz gutes, ganz geiles Erlebnis einfach bietet. Also ich erwarte da gar keine G-Keule oder irgendwie krasse Geschwindigkeit, krasse um Gottes Willen, bloß nicht. Krassen Thrill, sondern eher so ein flowiges Fliegeerlebnis, und das wünsche ich mir halt auch, weil das stelle ich mir so nice vor. Das hört sich für manche vielleicht blöd an, aber ich wünsche mir tatsächlich, dass Taron immer noch die beste Achterbahn im Park bleibt. Weil ich
das Gefühl habe, wenn Fly zu thrillig wird, dass sie eventuell dann übers Ziel hinausschießen mit Thrillbahnen. Ja. Das heißt, wenn Fly halt wirklich einfach nur diese schöne Experience wird, ich glaube nicht, dass es ein Flying Coaster kann es ja auch gar nicht so intensiv machen, dann hast du ja ein Problem. Also meistens Brustkorbverletzungen. Das geht schon. Kommst da so raus, so kann ich mehr atmen. Ich als Salzstange vertrag das ganz gut. Jan so knack. Brech durch. Nee, das geht super bei mir. Wie sag mal, Fly, Jan, im Gegensatz zu mir, wie wir mit Pretzel Loops klarkommen, ja? Pretzel Loop, das, also, boah, ich kenne das ja nur von Videos und ich stelle mir das so unangenehm vor. Ja. Es ist so unglaublich geil. Es ist so unfassbar geil. Es ist mein absolutes Lieblingsfahrer. Du bist der einzige Mensch, der das sagt, glaube ich. Ja, ich wiege ja auch nur 2,5 Gramm. Ich habe letztes Mal gewogen, aber die Waage hat die Waage angezeigt. Bitte stellen Sie sich auf die Waage. Error. ja, also ich bin auf jeden Fall, was Fly angeht, ich bin nicht so, dass ich ständig denke, so endlich, ich will endlich Infos, sondern ich will die Infos dann, wenn der Park es vorsieht, dass man sie bekommt. Ja. Es gibt ja jetzt Markierungen in dem Rookbook-Eingang, die ungefähr die Form von einem Display haben, wo man jetzt natürlich wo man jetzt natürlich denkt, nur ein Fenster zum Dingens nebenan da. In die Wand, ins Heinos Kaffeehaus. Ja, so wie auf der rechten Seite auch so ein Fenster ist, weißt du? Ja, das könnte auch sein. Weil hat die gleichen Ausmessungen wie das andere Fenster. Ich habe allerdings gedacht, als die damals den Eingang quasi eingerissen haben und erstmal nur ein Plan drüber war, habe ich schon gesagt, das wäre doch perfekt, um da irgendwie das so zu machen, dass man reingehen kann, sich da ein bisschen Infos angucken kann und dann wird es irgendwann aufgemacht, dann kann man durchgehen. Und das wäre jetzt natürlich genau das, was ich da mir vorgestellt hatte, dass man dann da quasi reingeht und du siehst dann irgendwie, es kann ja auch ein Artwork sein, es muss ja gar nicht irgendwie, so sieht die Achterbahn aus. Das passiert dort. Tschüss. Sondern, dass man halt irgendwie einfach nur nochmal ein geiles Artwork hat oder sowas. Ja. Und sich den Rest halt selbst denkt. Das wäre ja auch geil. Ja, das wäre, glaube ich, ganz geil. Haben sie ja bei Chiapas auch gemacht. Und bei Taron dann irgendwie mit dem Logo zumindest und so weiter. Also das wird da, denke ich, auch kommen. Also da steht ja schon Rookbook drüber. Ist ja jetzt nicht so, dass keiner weiß, was da hinkommt. Ja. Ja, also es steht halt ganz dick oben über diesen Ding darüber. Ja, also ich freue mich einfach, wenn es dann irgendwann Infos gibt, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt so, oh, es hat wieder jemand illegale Fotos gemacht, yes! Wix. Aber, nee, ich krieg ja ab und zu mal so No-Limits-Projekte gezeigt, in denen der Baufortschritt quasi so ein bisschen nachverfolgt wird, also beziehungsweise insofern man das einsehen kann. Und da sind schon ein paar Sachen dabei, wo ich mir denke so, ei, sieht aber ordentlich eng und knapp alles aus und ach, es sieht, ach, nee, es ist einfach schön. Es ist einfach, es ist jetzt nicht so, wie gesagt, dass ich denke, so, zeig mir, wie diese Achterbahn verläuft und zeig mir, wie heftig die ist, sondern ich denke so, dass man sieht halt so Teile von Schienen und denkt so, das muss sich einfach geil anfühlen, da durchzufahren. Ja, In dieser Position halt. Auch diese, die also wirklich, diese Dächer, die man halt, wenn man ganz böse ist und durch die Feuerwehreinfahrt guckt, sieht und diese Wand und so weiter, das ist halt genau das, wie ich mir da so, und dann denke ich mir halt so, irgendwer hat meine Fantasie geklaut und hat die da reingebaut. Das ist halt nämlich genau das, was ich mir so unter Steampunk vorgestellt hatte. Ich glaube auch wirklich, dass es so ein bisschen der, so ähnlich wie bei Star Trek, habe ich zum Beispiel viel mitbekommen, dass so Amis gesagt haben, there's a Star Trek ride in Germany and it's awesome, so. Wo die Leute dann denken so, oh mein Gott, ich muss nach Deutschland, weil da gibt's einen Star Trek Themenbereich. Und das Ähnliches kann ich mir irgendwie vorstellen, weil Klugheim hat jetzt ja also dieser Stil hat ja jetzt meiner Meinung nach keinen richtigen Namen. Also es ist jetzt kein, ja, ja. Es ist jetzt kein, also du hast jetzt, es ist jetzt nicht, ne, also es gibt halt so verschiedene Interessengruppen oder, ja, oder halt, es gibt ja so verschiedene Interessengruppen oder, wie soll ich sagen, so, Art Styles, wo halt die halt viele Anhänger hat. Da gehört halt zum Beispiel Gothic dazu, da gehört nun mal auch Steampunk dazu. Und wenn du jetzt halt jemandem sagst, es gibt dort Klugheim und die Leute sehen das, dann finden die das halt krass. Wenn du allerdings sagst, da gibt's eine Steampunk-Stadt, dann ist das direkt allein von der Prämisse her schon krass für viele, denke ich, auch Übersee. Weil ja. Sowas gibt es, glaube ich, einfach noch nirgendwo.
Und es gibt halt so viele Steampunk-Verrückte und Steampunk-Filme, Steampunk-Spiele, Steampunk, einfach Leute, die sich Steampunk-mäßig anziehen, Cosplay, bla. Das ist einfach ein sehr weit verbreitetes Phänomen und ich glaube, dass man alleine damit, dass man jetzt einen Steampunk-Bereich baut, dass man damit schon mit dieser Info alleine schon irgendwie Wellen schlägt in der... Es gibt von Theme Park Worldwide auch so ein schönes, einen schönen Vlog aus Orlando. Es gibt bei Disney gibt's ein Steampunk-Café, wo halt dann so eine Art Cheesecake Factory mit Steampunk, mit ganz viel Kakao und Milchshakes und Leck mir am Arsch und halt die Thematisierung. Genauso stelle ich mir das halt auch vor. Da laufen halt auch mit diesen Hüten rum und so weiter. Das ist halt echt, irgendwie sieht das nice aus. Und das ist halt da nur ein Café. Und das natürlich ist das dann cool, dass die so ein Steampunk-Café haben, aber halt einen ganzen verflammten Themenbereich dazu zu bauen, ist dann schon eine Etage drüber. Und ich finde es halt auch wieder nice, dass sie nicht sagen, wir bauen, also bei Hansa bei Klugheim ja auch nicht, wir bauen jetzt keine Mittelalterstadt, sondern wir machen unseren eigenen Stil. Das ist alles so ein bisschen der Phantasialand-Stil. Ich meine, so wie Mexiko aus, sieht ja auch nicht Mexiko aus. Ne? Ja. Sondern es ist halt naja. Mexiko-Phantasialand. Und Rookburg wird auch nicht nur Steampunk, es gibt ja nirgendwo eine Anleitung, wie baue ich Steampunk, sondern das ist dann auch wieder deren eigener Stil. Und das ist halt das, was ich an dem Park so schätze. Eben. Yes. Und man kann sich ja einfach sicher sein, wenn man sich den Park anguckt, dass es auf jeden Fall halt kein half-assed Ding werden wird, ne? Sondern dass er... Ich meine, selbst wenn sie jetzt sagen, wir wollen das so geil machen, dass wir es bis 2020 halt bis 2020 daran arbeiten müssen, dann ist es halt so, ne? Aber dafür ist es dann halt extra nice. Es ist dann fertig, wenn es fertig ist. Und es wird auch erst aufmachen, wenn es komplett 100% fertig ist. Ich glaube allerdings selber immer noch an Sommer 2019. Würde mich natürlich auch am meisten freuen. Also, aber wenn es länger braucht, dann soll es länger brauchen. Ja, ich denke da so ein bisschen an Avalon, weil da stand ich halt Anfang des Jahres im Matsch und bin 6 Monate später in Achterbahn gefahren. Also, ja. Das ist, mich wundert gar nichts mehr. Ja, auch jetzt zum Beispiel mit Untamed, ne, dass sie einen kompletten RMC-Coaster in so kurzer Zeit hochknallen. Ja. Und wir wissen ja auch noch nicht, was für ein Ausmaß der thematisiert wird. Ja. Wobei so ein RMC sich eigentlich ziemlich selbst thematisieren. Ja, eigentlich schon. Generell Holzachterbahn eher selbst. Eigenthematisierung. Das war unser kurzer Ausflug nach Rookburg. Er hat auch noch mehr zu sagen gehabt, der gute Leon. Und zwar, auch er hat die Veränderungsvorschläge für Phoenix gehabt, nämlich einmal die Aufteilung, die man nicht rafft, links und rechts. Ich muss zugeben, ich habe es auch bei der ersten Fahrt nicht gerafft. Ja, ist schwierig. Weil es wirklich sehr dezent nur gezeigt wird, auf dem Artwork da, dieses Schild. Ist wirklich sehr dezent, ist ja auch sehr dunkel in dem Wartebereich. Und wenn man dann hyped ist, dass man endlich Phoenix fährt, dann ist man noch weniger so, hüh. Ich habe auf jeden Fall auch bei meiner ersten Fahrt überhaupt nicht drüber nachgedacht, auf welche Seite ich fahren will, weil ich überhaupt nicht den Moment gecheckt habe, wo man sich entscheidet. Dann das Drehkreuz natürlich, das Thema. Thematisierung erste Kurve und ja, also alles, was auch schon gesagt wurde vorher. Und dann noch eine Sache, da bin ich völlig raus. Der Schausteller Hofnagels. Hilfnagels hat wohl ein neues Hochfahrgeschäft angekündigt für die Kirmes. Boah, ich aber auch raus, eigentlich Kirmes. Keine Ahnung, also ja. Wie er sagte ja, er könnte sich gut vorstellen, mal so ein Skyfly auf der Kirmes zu haben. Vielleicht ganz witzig, aber ich bin da sonst völlig planlos, was das angeht. Die einzige Kirmes, ganz, auf ganz der kurz, ich war, bevor war ich es jetzt vergesse, hier in Deutz. Bevor ich es vergesse, was für mich für etwas Großes nächstes Jahr im Phantasialand spricht, ist, dass der Preis des Erlebnispasses auf 195 Euro angehoben wurde für 2019. Echt jetzt? Ja, die haben um 10 Euro erhöht. Also verständlich, weil der Preis wurde seit Chiapas nicht mehr erhöht. Naja, klar. Natürlich ist es immer noch... Oder ich die jetzt schon gekauft habe, die Karte. Ich wollte gerade sagen, muss ich mir jetzt noch 10 Euro geben, oder? Also ich muss dann halt nächstes Jahr im Sommer mehr Geld in die Hand nehmen, aber ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, ganz ehrlich, 10 Euro für ein komplettes Jahr? Also ich bin mittlerweile der Meinung, es ist schon teuer. Ich finde auch den Europapark passt sehr teuer. Ich glaube, die sind mittlerweile bei 200 Euro, bei glatt 200 Euro. Ich weiß es gar nicht. Und die haben halt weniger
Zeugs dabei. Dafür ist der Park größer. Also irgendwie ist es beides natürlich teuer. Und ich finde allein schon, wenn man zwei oder dreimal ins Phantasialand geht, dann nach Efteling fährt, von mir aus nicht mal Liseberg oder Europapark mit dazu nimmt, hat sich ja quasi schon gelohnt. Und vor allem haben sie es bei Taron nicht erhöht, ne? Also das ist halt seit Chiapas ist der Preis konstant. Und es ist ja so viel auch dabei, so viele andere Rabatte noch und sowas. Ja, ich meine, allein wir waren ja letztes Jahr in Walibi Belgien, gab es ja auch Rabatt. Ja. Bobbianland. Ich bin damit in Liseberg reingekommen. Gab es in Bobbianland auch Rabatt? Ja, ne? Bobbianland mit der Moviepark-Jahreskarte kostenlos, mit der Phantasialand-Jahreskarte glaube ich 50% oder so. Ja, 50%. Dann war ich in Belgien diesem, war 40%. Ich war in diesem Gaia-Zoo. War das auch kostenlos? Mit Rabatt? Nee, mit Rabatt. Achso. Ganze Plopsa-Gruppe ja auch. Tovaland waren wir ja auch mit Rabatt, also. Genau. Es lohnt sich schon. Also eigentlich ist es nicht viel Geld, wenn man wirklich alles ausnutzt. Ja, das wollte ich so. Tut mir leid, dass ich jetzt noch eine Intervention habe, bevor ich es jetzt vergessen habe. Ne? Aber es deutet ja auch eindeutig auf was hin, eigentlich. Wenn sie außerdem hat das Erlebnispass-Center auch ein neues Schild bekommen. Stimmt. Rube Burke 2019 confirmed. So. Ja, das war der Audiobeitrag vom guten Leon. Vielen Dank dafür. Und thank you. Wenn wir jetzt weiter chronologisch machen, dann kommt jetzt als nächstes noch ein Audiobeitrag und zwar vom guten Justus. Dann hören wir uns den doch jetzt mal gerade noch schnell an. Den Audiobeitrag von ihm. Der ist auch signifikant kürzer als der von Leon. Viel Spaß! Play! Hi Marc und auch hallo an alle anderen Zuhörer. Für das Freizeitparkjahr 2019 habe ich drei Wünsche, die ich euch nun vorstellen werde. Mein erster Wunsch steht in Bezug auf die Wiedereröffnung von Colossus im Heidepark Soltau. Und zwar war das gute Ding, wenn man jetzt von einer Wiedereröffnung im Sommer 2019 ausgeht, fast genau 2 Jahre geschlossen. Und ich wünsche mir einfach, dass es nicht nur eine reine Wiedereröffnung wird, sondern halt auch in gewisser Weise eine Neueröffnung. Heißt, dass das Theming, was angekündigt wurde unter dem Namen Duell der Giganten, auch quasi als Neuheit verkauft werden kann. Nicht so wie 2016, weil das Theming, was man damals als neu bzw. Veränderung verkauft hat mit dem Baummenschen, ich denke mal, das konnte die wenigsten überzeugen. Also ich war jetzt nicht selbst vor Ort, konnte mir kein Bild davon machen. Aber das, was ich so gesehen habe, das war echt nicht gut. Deswegen hoffe ich, dass der Heidepark da die Erwartungen übertreffen kann. Bleiben wir im Norden Deutschlands. Und zwar hat mein zweiter Wunsch was mit dem Hansapark, genauer gesagt mit dem Highlander zu tun. Dieser Freifallturm soll ja bekanntlich auch 2019 eröffnen. Und ich wünsche mir einfach, dass dieser zur Eröffnung auch schon ein gewisses Theming haben wird. Es ist ja typisch für den Hansapark, dass Attraktionen entweder komplett ohne Theming oder mit später vollendetem Theming, also mit angefangenem Theming eröffnet werden. Und ich weiß auch, dass für die ganze Themenwelt Bezauberndes Britannien, in der Highlander ja stehen wird, die Vollendung, ich glaube, für 2021 oder 2022 angekündigt ist. Aber trotzdem wünsche ich mir, dass man einfach jetzt im kommenden Jahr schon etwas von dem Theming sehen wird und man so schon ein gewisses Erlebnis haben wird. Der dritte Wunsch betrifft den Moviepark Germany in Bottrop. Und zwar ist dieser auch mit ca. 1,5 Stunden Anreise der nächste größere Park für mich. Und deshalb liegt mir die Entwicklung von diesem Park sehr am Herzen, wo wir jetzt auch schon beim Stichwort wären. Und zwar wünsche ich mir wirklich, dass der Park diese starke Entwicklung der vergangenen Jahre, die nicht nur wegen Star Trek stattgefunden hat, meiner Ansicht nach, dass diese Entwicklung einfach fortgesetzt wird. Hätte mir nämlich zum Beispiel jemand vor der Saison 2018 gesagt, dass ich 4-mal in der Saison in den Park fahre, hätte ich dieser Person nicht geglaubt, aber es war halt so. Ich war diese Saison 4-mal insgesamt da, häufiger als sonst. Und wie gesagt, ich wünsche mir einfach, dass man diese Entwicklung und auch Aufwertung der einzelnen Attraktionen, wie jetzt Excalibur im vergangenen Jahr, so fortsetzt, wie es momentan getan wird, weil ich denke, der Park ist auf einem relativ guten Weg. Ich glaube, es gibt ja sogar eine Ankündigung oder Andeutung, dass ein Bereich umstrukturiert, verändert oder aufgewertet wird. Ich weiß es nicht. Deshalb bin ich da auch mal sehr gespannt, was sich da der Moviepark für nächstes Jahr ausgedacht hat. Ja, das waren sie dann auch schon, meine drei Wünsche für die Freizeitparksaison 2019. Euch allen wünsche ich frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und eine schöne Saison 2019. Ciao.
Welcome back. Das war der gute Justus. Hey. Hi. Das war der gute Justus. Auch bei ihm Thema Kolossos. Er verspricht sich da auch viel von dem neuen Thema Duell der Giganten. Hatten wir ja eben schon einmal drüber gesprochen. Ebenfalls auch das Thema Highlander. Und das mit der Thematisierung hat er ja auch recht, dass man nur hoffen kann, dass sie erst Thematisierung fertig machen, dann Tore auf und nicht so wie bei Kernan. Ich meine, ich hatte jetzt das Glück, Kernan erst, also was heißt das Glück? Aber ich habe Kernan ja jetzt erst mit Verspätung das erste Mal erlebt, deswegen komplett mit Thematisierung. Aber der Hansapark, wie gesagt, hat ja in der Vergangenheit hier und da schon mal eröffnet, ohne zu thematisieren. Deswegen erwünscht sich, dass die Thematisierung fertig ist, bevor der Turm aufmacht. Was jetzt, glaube ich, bei so einem Flatride einfacher umzusetzen ist. Yes. Und dann hat er noch den Moviepark erwähnt. Und dass der Moviepark weiterhin den Erfolgskurs fährt, den er jetzt gerade fährt. Kann ich nur so zustimmen. Der Moviepark ist mir vom Sorgenkind zum heutigen Stand echt irgendwie ans Herz gewachsen. Ich meine, ich kenne den Moviepark auch seit den 90ern, beziehungsweise damals noch als Warner Bros. Movie World. Da gab es Phasen, fand ich ihn erst mega, dann war er mir eine Zeit lang sehr egal und dann bin ich so ein bisschen diesen Train mitgefahren von wegen, ach nee, lohnt sich nicht, ist kacke da. Zu meiner Schande muss ich das gestehen, aber dann habe ich irgendwie erkannt, ist halt so ein bisschen wie mit Vekoma. Eine Zeit lang fahren alle halt diesen Hype-Train von wegen, ist alles scheiße, was die machen. Und dann so, ach, die können ja doch was Cooles. Ach, jetzt guck mal, ach, guck mal, ach, ist ja gar nicht mehr alles scheiße. Also ich mochte den Moviepark ja schon immer. Nein, also ich meine, das sagen dann diese Leute, die dann erst gesagt haben, oh, das ist voll kacke, aber ich mochte den Moviepark immer schon. Ja, ich bin froh, dass es out ist, also dass es nicht mehr in ist, den Moviepark zu hassen. Das war es eine Zeit lang ganz offensichtlich. Und ja, ich kann Justus da nur zustimmen. Man kann es dem Park einfach nur wünschen. Der ist mir halt wirklich sympathisch. Man kann es ihm halt nur wünschen, dass er noch ein paar gute Entscheidungen es ihm gelingt zu treffen, weil ich finde nach wie vor, dass Star Trek eine super Entscheidung war und auch Excalibur, auch wenn meine erste Fahrt darauf jetzt verhunzt war durch diesen stillen Feiertag, auch sehr gelungen. Das muss ich noch fahren. Excalibur muss ich noch fahren, bin ich noch nicht gefahren. Ich stelle mir halt vor, wie doof das sein muss, wenn man dann in diesen letzten Szenenraum reinkommt und es gehen einfach nur die Fontänen hoch und das war's. Ja, das war einfach wie in einem Schwimmbad. Ja. Ja, das war leider ein bisschen doof. Aber selber schuld halt, ne? Nicht aufgepasst. Erwähnt ja auch, dass eine Umstrukturierung / Aufwertung eines Bereichs spekuliert wird gerade. Weiß man da eigentlich mittlerweile irgendwas? Haben die nicht irgendwas mit einem kleinen Fahrgeschäft angekündigt auch? Irgend so fürs Nickland oder sowas? Na, wahrscheinlich fürs Nickland, ne? Ja. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt aber nichts Genaues. Ja. Ja, auf jeden Fall kann ich Justus dazu stimmen. Der Park hat es halt einfach verdient, eine feste Größe zu werden. Und er trifft ja offensichtlich gerade die richtige Entscheidung. Ich meine, Halloween Horror Festival ohne Frage ein Riesenerfolg gewesen. Also behaupte ich jetzt mal, ich kenne die Zahlen nicht, aber Riesenerfolg wusste ich schon immer. Gefühlt habe ich sehr, 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 sehr viel davon mitbekommen in der Zeit, in der das lief. Dass irgendwie die Leute in Scharen dorthin gepilgert sind. Von daher denke ich mal, das war ein Erfolg. Ja, wie gesagt, könnt ihr Justus dort auch zustimmen oder wie ist das bei euch? Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht so der frequentierte Moviepark-Besucher. Letztes Mal, als ich da war, weil Star Trek aufgemacht hat. Deswegen kann ich das nicht so richtig mitreden, aber ich bin auf jeden Fall immer sehr neutral gegenüber dem Moviepark gewesen und Star Trek ist eine super geile Achterbahn geworden. Und ja, wenn ich da Bock drauf habe, dann möchte ich auch demnächst bestimmt mal öfter hinfahren. Ich bin absolute Gegenteil. Ich bin Jahreskartenbesitzer, das heißt, ich bin häufiger mal da. Und ich finde, also ich bin immer gerne da. Das ja, wenn ich da bin, ist auch immer schön. Und Van Helsing's Factory, hallo, mega geile Bahn, hallo, was los? Aber ich habe halt auch, ich mag auch diesen Vibe, den die alten Attraktionen haben. Also wie gesagt, ich bin auch einer der wenigen Menschen, die Time Riders mag, glaube ich. Time Riders ist übelst cool. 20.000 Pre-Shows, ja. Und dann dieses richtig classy Gefühl, wenn dieser Simulator ablegt und so weiter, das ist halt echt nice. Ja.
Naja, ich bin halt von der Fraktion, ich kannte es noch als Warner Brothers Movie World, deswegen muss ich ein bisschen habe ich ein bisschen andere Meinung über verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Time Riders, was ja mal Batman war, da war es definitiv ein bisschen cooler. Und ja, aber da, das Fass brauchen wir jetzt auch gar nicht aufzumachen, von wegen, warum war Warner Brothers Movie World cooler als Movie Park, bla bla bla. Ja. Wie gesagt, wir stimmen da alle zu, lieber Justus. Der Moviepark soll so weitermachen wie bisher und also soll so mit diesem Erfolgstrip, Erfolgsausrichtung weitermachen, weil wir gönnen es ihm alle. Ja, dann habe ich jetzt noch eine DM von der guten Michi. Michi wollte mir eigentlich auch noch eine Audiodatei schicken, hat es aber irgendwie nicht geschafft. Deswegen tut es mir jetzt leid, Michi, aber das ist jetzt zu spät. Oh. Wenn sie jetzt irgendwie mir gleich noch was schickt, wenn wir hier fertig sind mit Aufnehmen und ich noch nicht geschnitten habe, dann baue ich sie noch ein. Dann würdet ihr die jetzt an dieser Stelle hören. Ansonsten lese ich jetzt eben ihre Nachricht vor. In the bad boo. Hallo Freunde, hey Marc, hey Bobbejan, hey André. Ich weiß ja, dass Fly erstmal in den Startlöchern steht, aber ich würde mir für die Zukunft echt einen coolen Dark Ride fürs Phantasialand wünschen, denn der fehlt dem Park leider meiner Meinung nach. Kein interaktiver Dark Ride, sondern einen, den man einfach auf sich wirken lassen kann, mit geiler Story, geilem Theming, geiler Musik und so weiter. Ich weiß, dass das Phantasialand das auf jeden Fall kann. Außerdem wäre der neue Soundtrack von Talokan als CD oder als Download mal angebracht, finde ich, weil er echt mega nice ist. Ja, dann wünsche ich allen fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch und rutscht nicht aus. Muhaha. Und tschüssi. Kurz. Okay. Also ich verstehe mich, ich weiß halt auch, dass die Maus Schokolade nicht so schön findet. Ich kann Maus Schokolade was abgewinnen, aber ich sehe es genauso, dass es ein klassischer Dark Ride auf jeden Fall eine schöne Addition wäre für das Phantasialand. Oh ja. Was ein moderner Dark Ride, sagen wir mal. Weil, ich meine, wir haben zwei Dark Rides. Ja, also, kannst du auch beide. Also ich zähle jetzt Mauseschokolade mal nicht als Dark Ride mit insofern. Aber wenn wir Hollywood Tour und hier China-Dingen, wie heißt es jetzt, Geister-Rikscha? China-Dingen! China-Dingen! Wenn wir jetzt die Hollywösen-Tour und das Chinosen-Dingen mal mitnehmen, dann haben wir zwei, meiner Meinung nach, extrem geile, nostalgische, geil Feeling-Bahn- Dark Rides in diesem Park, aber was Modernes fehlt, das stimmt. Ja, also ich muss auch sagen, ich sehe irgendwie Maus Schokolade, ich vergesse das immer, dass das halt ein Dark Ride ist. Es ist es ja aber im Endeffekt, weil ich denke da irgendwie immer, weil man ja tatsächlich, also ne, ich liebe Maus Schokolade auch, weil ich fahre das jetzt auch mittlerweile echt oft und es macht auch echt Bock und so, aber ich habe das noch nie irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass das ja faktisch tatsächlich ein Dark Ride ist. Ich muss Michi da echt zustimmen. Ich fände es halt einfach geil, wenn es noch einen weiteren Dark Ride gäbe, den man da, weil ich bin halt einfach riesen Fan von Dark Rides. Ich finde Parks, die keinen Dark Ride haben, denen fehlt was. So zum Beispiel Walibi Holland oder so. Da denke ich mir immer so, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mich gerne in so einen Dark Ride setzen würde. Oder irgendwie irgendeine Art von Themenfahrt. Und ich liebe die Dinger einfach. Und klar, ich kann immer noch Hollywood Tour was abgewinnen, ich kann auch Geisterrikscha was abgewinnen und Maus Schokolade natürlich auch. Aber ich muss hier zustimmen, wenn man halt daran denkt, was das Phantasialand kann, wenn man sich mit diesen Skills einen Dark Ride vorstellt, einen neuen, dann denke ich so, ja, gib. Dann kann da so viel mehr. Gib Dark Rides. Deswegen kann ich ihr da nur vollkommen zustimmen und würde mich einfach freuen, wenn es mal dazu kommen würde. Noch ist ja nicht ganz bekannt, was alles in Rookburg entsteht. Meinst du? Würmling Express Verlängerung 2019. Ja, aber das wäre irgendwie cool. Das fände ich irgendwie cool. Ja. Wenn Würmling Express dann noch so eine Runde durchdrehen würde, ist ja das cool. Ist ja eh schon so ein bisschen im Steampunk-Style, das Ding. Ja, ja. Wird die neue Monorail, kommen jetzt überall Stationen in den Park. Also wenn sich die Schienenfarbe nach da irgendwie zu so einem dunkelgrau-Ton ändert. Metallic, grau, abgenutzt, rostmäßig. Und die Jason können ja fast so bleiben schon. Ja. Würde passen. Würde passen. Die Michi sagt weiter, was auch noch sehr nice wäre, das wäre der neue Soundtrack zu Talokan als CD oder Download. Das muss ich auch sagen, den habe ich letztens gesucht und nicht gefunden. Den gibt es ja nicht mal auf YouTube ja, oder so. Ja, das ist einer dieser Dinge, die es dann nicht gibt. Genauso wie den Temple Soundtrack, den gibt es ja auch nirgendwo.
Stimmt, ja. Schade, schade, weil ich finde es halt schade, nice, dass Talokan ja zum Beispiel zwei Soundtracks hat. Also den, der drinnen läuft und den, der draußen läuft. Beide sind aber während der Fahrt, werden zeitgleich zur Fahrt abgespielt. So, und dann gibt es ja noch den Stationary Soundtrack und den Ambient Sound und so weiter. Also es ist halt alles total cool untermalt und mega nicer Soundtrack und schön episch und so weiter. Man gibt den leider nirgendwo. Ich fände ja so eine schöne Phantasialand-CD toll, wie das der Heidepark gemacht hat. Ja, einfach so die Themes von allen Attraktionen. Weil du hast ja auf den CDs zu Klugheim und Chiapas und so hast du ja die ganzen Tracks. Aber es gibt ja immer diesen einen Theme. Genau. Und ja. Wenn man das einfach irgendwie alles mal auf eine CD packt. Aber das haben sie ja zum Beispiel in Wintertraum haben sie das ja mit Light and Fire gemacht. Zu den beiden Shows, zu The Magic Rose und zu Tiempo de Fuego, es wurde ja beides veröffentlicht. Ja. Fand ich auch echt sehr nice. Und die 50 Jahre Phantasialand CD, Celebration Day Mix, ist halt auch einfach nice. Ja, ja. Aber wir wollen das haben, was wir nicht haben, also. Genau. Wir müssen immer meckern, das ist nämlich unser Hobby. Gib CD. GIF. Als letztes sagt sie noch, natürlich, dass es wieder so ein geiles Freizeitpark-Jahr wird wie 2018. Ja, das würde ich sagen, liegt an jedem selbst, dass es wieder so ein geiles Jahr wird, ne? Richtig. Danke, Michi, für deine Einsendung. Wie gesagt, wenn da jetzt noch ein Audiobeitrag kommt, dann kleister ich den noch hinten dran. Und ansonsten haben wir noch zwei Instagram-Kommentare. Ich merke gerade, wenn irgendwie die Menge an Beiträgen ist schon echt krass. Wenn jetzt irgendwie nächstes Jahr nochmal ein paar mehr dazu kommen, dann haben wir hier echt... Dann müssen wir uns kürzer fassen einfach. Müssen wir uns kürzer fassen, genau. dann der gute CoasterWorld-de. Es ist nicht der CoasterWorld, den man kennt, sondern ein anderer CoasterWorld. Er schreit, wünsche mir, dass im Moviepark, in Klammern mein Homepark, nicht irgendwas aus dem Freizeitpark hingepflanzt wird. Nein, warte. Was? Was? Ja, ich habe dann geschrieben, so, was meinst du damit? Er hat geschrieben, sorry, verschrieben, wollte damit sagen, dass sie sich nicht die nächstbeste Attraktion hinstellen sollen, sondern etwas Originelles, wie zum Beispiel Avatar Air Glider mit vielen Deko-Elementen. Was Originelles? Also er schreibt, er möchte nicht, er möchte, dass der Moviepark was Neues baut, aber nicht irgendwie aus dem Katalog, sondern irgendwie mal was. Sondern ein Custom-Bild. Genau. Okay. Ja. Okay. Ja, das wäre natürlich sehr schön. Das finde ich generell immer schöner, eigentlich in Freizeitparks. So ist es. Er schreibt weiterhin, freue mich auch im März mal wieder in einen Freizeitpark zu gehen. Ja. Geht doch jetzt schon, das wird da sein. Er schreibt auch, er schreibt in Klammern Slaharen ausgenommen. Slaharen hat ja auch auf, soweit ich weiß. Slan. Nee. Schlagsahne. Und hoffe, dass Untamed mal so eine Art Steel Vengeance in kleiner wird. Ja. Mal schauen. Ich freue mich generell auf alles, was kommt, egal ob Triple Launch Coaster in Bobbyland oder vielleicht Fly Rockburg. Am meisten aber auf euch, in Klammern Freizeitpark-YouTuber, Jan. Ich bin nicht gemeint. Ich bin dieses Jahr erst so richtig ein Achterbahn-Junkie geworden und du warst so einer der ersten, den ich auf YouTube gesehen habe. Oh, Schatz. Also würde ich jetzt an deiner Stelle sagen. Was? Fax? Was? Kriegst du einen Fax? Schatz. Also dieses fand ich schön, das sagt man doch im Englischen. Mensch. Okay, und du warst so einer, der es nicht auf YouTube gesehen hat. Ihr habt mir geholfen, das alles zu verstehen und ich freue mich einfach extrem, eure / deine Vlogs auch im nächsten Jahr zu gucken. Oh, Schucks. Ich fühle mich kopiert. Bruh, I'm shook. Bruh. Ja, vielen Dank. Brü. Du darfst sehr gerne meine Vlogs noch weiterhin gucken. Ich hätte Permission auch Permission granted. Tu das. Ja, vielen Dank auch für deinen Beitrag. Ich denke, wir haben jetzt alles, was dort erwähnt wurde, auch schon hinlänglich diskutiert. Vielen Dank für die Einsendung. Und als letztes haben wir noch einen Kommentar von Coaster Picks
schreibt sich coaster.pix. Coaster Dix. Oh mein Gott, ich wollte es nicht sagen. Jedenfalls auf Instagram. Wir haben es alle gedacht. Als Kommentar, ihr kleinen Krackelchen. Ich wünsche mir, dass Fly aufmacht und ich untamed fahren kann und die eine mega coole. Achso. Betonung. Und Fly aufmacht und die eine mega coole Bahn wird. Und die eine mega coole Bahn wird. Nein, ich dachte, er schreibt, die eine mega coole Bahn aufmacht. Ah ja, die. Außerdem hoffe ich, dass Fly, oder? Dass Fly eine mega coole Bahn wird. Außerdem hoffe ich, dass der Triple Launch Coaster im. Nein, dass Untamed eine coole Bahn wird. Achso, ja, das auch. Außerdem hoffe ich, dass der Triple Launch Coaster im Bobbejaanland gut wird, wie Gold, Rust. Ich würde mir wünschen. Golden Rust. Golden Rust. Golden Rust. Ich würde mir wünschen, dass ich vielleicht mal eine kleine Tour machen könnte, so Richtung Frankreich, Belgien oder Schweden. Ich freue mich auch schon auf die Unterhaltung. Was? Auf die Umgestaltung eines Themenbereichs und einen neuen Flatride in meinem Homepark, dem Movie Park Germany. Ich hoffe auch, dass ich viele nette Leute in Parks treffe. Also, es ist schon 7 Uhr, es wird spät, der Markt ist müde. Also alles, was du schreibst, haben wir quasi auch jetzt schon erwähnt hier und besprochen. Also ich danke dir vielmals für deine Einsendung. Aber ja, brauchen wir jetzt, glaube ich, alles nicht nochmal zu wiederholen. Wir stimmen dir da auf jeden Fall in allen Punkten zu. Nur das mit dem nette Leute in Parks treffen, nee. Hoffe ich nicht. Bleib mal schön weg. Na, Gott, deine Frage. Ich will alleine. Lass mich alleine durch den Park gehen, bitte. Pfui, Bäckes. Immer Golden Tapes nach dem Autogrammfoto. Nee, das war Jan. Tattoos Jan immer schön tragen. Jan immer schön fotografieren, aus dem Busch raus, ohne ihm Bescheid zu sagen. Ja, bitte. Das mache ich aber auch immer bei ihm. Ich sitze jetzt gerade auf dem Ast auf dem Baum vor seinem Haus und knack. gucke durch die Schräge. Ja. Schönes Schlagzeug hast du da stehen, Jan. Ja, ist geil, ne? Und ein. Ich bin André. Weiß nicht, was auf dem Pulli drauf ist, aber einen schönen Pulli hast du an. Da ist Stuff drauf, das ist jetzt kein Stuff. Spezifisches. Oh, jetzt hat er ihn nicht mehr an. So, das war's mit Einsendungen. Tausend Dank an alle, die sich beteiligt haben. Es war echt überwältigend viel Response und ich habe mich mega gefreut und fühle mich geehrt, dass sich so viele beteiligen wollen und auch, dass mehrere Audiobeiträge eingeschickt wurden, weil das finde ich immer besonders bereichernd für den Podcast, wenn mal ein paar Leute zu hören sind, die was sie zu sagen haben, und freue mich auch, da euch eine Plattform geben zu können, dass ihr hier euch mal ein bisschen einbringt. Mhm. Jetzt ist die Frage, ihr hübschen Jungs, ihr zwei. Habt ihr auch Wünsche für 2019? Jetzt mal abgesehen von dem, was wir jetzt peripher eh schon besprochen haben, während wir uns unterhielten. Boah, das kommt jetzt sehr spontan, die Frage. Ja, komm. Wir machen einen Wunsch-Channel-Podcast. Oh, ich werde nach meinen Wünschen gefragt. Was will ich denn? That catched me by surprise. Catched. Dann hat man Katschen bei Preis. Fang du mal an, André. Fang du mal an. Also, nein, ich wünsche mir sehr viel Community Get Together nächstes Jahr. Mhm. Gerade wenn es neue Achterbahn-Neuheiten in diese Europa gibt, dass sich eben. Hör auf zu deppen! Dass sich eben viele. Ich weiß übrigens nicht, es ist Marc. Ich hab nicht gedeppt. Dass ich eben viele. Halt's Maul, mach dich nicht über mein Lachen lustig, Mann. Rede weiter, bitte. Dass Marc sehr viel belästigt wird, wünsche ich mir. Nein. Dass wir sehr viel Community Get-Together haben, dass man sehr viele Leute kennenlernt und so weiter. Das passiert mir immer häufiger, dass man einfach mal random irgendwelche Freizeitpark-Fans irgendwo trifft. Das finde ich schön. Für mich persönlich wünsche ich mir, dass die doch sehr ambitionierten Pläne für nächstes Jahr umsetzbar bleiben und sind und funktionieren. Yes. Dazu nächstes Jahr mehr. Und ja, dass viele Neuheiten in Europa gut angenommen werden. Also, dass sie einerseits gut werden, aber dass sie dann nicht tot gehatet oder tot gehypt werden. Das finde ich schön.
Yes. Da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Und mich würde es auf jeden Fall freuen, viele neue, coole Leute aus der Freizeitparkszene zu treffen. Nur coole? Viele neue, coole Neuheiten und vielleicht auch neue Ankündigungen, die für 2020 und Zukunft dann geplant werden, einfach zu sehen, die aber erst nächstes Jahr wahrscheinlich angekündigt werden. Und ja, halt einfach ein super geiles Jahr, ein super freshes Jahr. Ganz viel gutes Wetter und das Wetter so, wie jeder es sich wünscht. Ne? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du für dich eine andere Definition von perfektem Freizeitparkwetter als ich zum Beispiel habe. Ich stelle mir gerade so vor, wie wir so cartoonmäßig so durch den Park gehen und du hast so eine, so bist so in der Sonne und ich habe über mir so eine Wolke und bin so. Yay! Boah, nee, also so mit Sonnenwetter habe ich nach der Schwedentour genug. Leider sind ja alle meine Vlog-Daten verloren gegangen von Kolmaden und so weiter, was mich tatsächlich dazu gebracht hat, meine GoPro durch mein Zimmer zu schmeißen. Leider konnte ich nicht festhalten, wie wir wie die letzten alten Säcke bei fast 40 Grad durch einen Park gelaufen sind, der nicht im Schatten ist. Und also warmes Wetter kann auch sehr anstrengend sein. Ja. Das ist halt einfach hart. Vor allem Kolmaden war extrem bergig. Und dann, ne, also da war halt echt teils kurz davor, dass man mal so einen Klappmann macht. Das war nicht schön. Ja, Klappmann. Gott sei Dank hatten die Free Refill überall. Also ich hoffe mal, dass es free war, sonst habe ich Getränke geklaut. Ja, keine Ahnung. Du kaufst dir dann Getränk und füllst dir das selber auf. Es ist in allen diesen skandinavischen Parks so. Aber es steht nirgendwo, ob du das jetzt nachfüllen darfst oder nicht. Aber diese Dinger stehen da halt. Also kannst du ja wieder hingehen und dir etwas holen. Ja. Die sind da einfach zu höflich, um dir das zu verbieten. Du gehst halt einfach hin, füllst nach. Nee, ist okay. Ist okay, guten Durst. Mist, ich hab schon wieder jemandem nicht gesagt. Wir müssen zumachen, die deutschen Touristen. Oh nein, mein Laptop ist gleich leer. Die deutschen Touristen haben unser ganzes Trinken für lau abgegriffen. Für Umpe. Entschuldigung. So. Hansa und Marc, jetzt, weil du uns ja beide gefragt hast, was wünschst du dir denn für nächstes Jahr? Was wünschst du dir denn jetzt? Oh, so, das kommt mir jetzt total überraschend. Da muss ich jetzt erstmal nachdenken. Nee, ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ich wünsche mir, dass ich nächstes Jahr es noch öfter. Was? Geld, ja, ich wünsche mir Geld. Ich wünsche mir, dass ich es nächstes Jahr mal so richtig schaffe, ein paar Sachen zu unternehmen, die ich schon ewig mal machen will. Hab's ja dieses Jahr mit einfach mal in Hansapark fahren und einfach mal Walibi Belgien anschauen, mal Bobbianland anschauen. Schon mal so ein bisschen angefangen, aber ich will nächstes Jahr auf jeden Fall mehr Gas darauf geben, so Träume auch mal umzusetzen. Also Geld zu sparen, Trip zu machen, hoffe, dass mir da nicht wieder irgendwelche Autoreparaturen oder sowas dazwischen kommen. Und zum anderen freue ich mich einfach ultra darauf, meinen ersten RMC zu fahren in Form von Untamed und wünsche mir auch ganz blöd gesagt, dass die Leute endlich mal lernen, sich gegenseitig was zu gönnen und dass ich mich weiterhin mit so coolen Leuten wie euch umgeben kann. Oh, Schatz. Oh, schön. Oh, you. Oh, you. Ja, nein, ich hoffe, dass der Kontakt abbricht. Ich wünsche mir tatsächlich jetzt nicht... Entschuldigung. Was? Nichts. Ich wünsche mir jetzt tatsächlich nicht irgendwie so, ich wünsche mir eine Bahn des Typs bla für den Park bla, sondern für mich sind das eher so umfassendere Sachen. Wie gesagt, ich möchte einfach meine Freizeit noch mehr dem Thema widmen als jetzt schon. Und dann dazu sei noch gesagt, ich wünsche mir, dass weiterhin Leute den Podcast hören und die Videos gucken, weil es über die letzten Jahre wirklich zu etwas geworden ist, was mich krass erfüllt, habe ich gemerkt. Es gibt wenig geilere Gefühle, als so einen Podcast fertig im Kasten zu haben und dann zu sagen, so, den schneide ich jetzt fertig und dann wird der hochgeladen und dann hören sich die Leute das an. Das ist wirklich, das macht mich glücklich. Also ich hätte das beim Starten des Podcasts nicht gedacht. Und auch beim YouTube-Kanal, wenn ich dann denke, dass ich vor ein paar Jahren noch bei meinem YouTube-Kanal dachte, ich lade mal einfach hoch, was mir so einfällt. Totaler Quatsch, super zusammenhanglos und ohne Konzept.
zu dem, was es jetzt ist. Das ist einfach was, worauf ich stolz bin, woran ich Spaß habe. Und ja, wie gesagt, hoffe ich, dass ich das weiter machen darf. In dem Sinne, dass wie auch jetzt schon sich viele Leute da, also was heißt viele Leute, aber dass es halt Leute gibt, die sich das angucken und anhören. Und ja, weil ich jedes Mal, wenn ich irgendwen treffe, der sagt so, hey, ich kenne dich, oder der sagt, ich mag deine Podcasts, oder die Leute, die meine T-Shirts kaufen, die Leute, die bescheuert genug sind, mir in irgendeiner Form Geld zukommen zu lassen über Patreon oder wie gesagt Merch-Käufe oder was auch immer, das ist einfach, das ist so humbling. Humbling. Ja, ich finde das einfach krass. Also das ist auch etwas, was ich mir wünsche, dass es halt einfach so weitergeht. Und wenn ich wenn ich noch 5 Jahre weiter mit einer vernachlässigbaren Abozahl rumkrebse, ist mir das auch Bums. Ich würde es trotzdem einfach immer weitermachen. Follow your dreams. Das ist ein Kalenderspruch. Ja. Schütze dich nicht vor dem Wetter, sondern lerne im Regen zu tanzen. So. Ich mach so eine Frage, die, glaube ich, der Joscha noch gestellt hatte, wo ich was mir zu aufgeschrieben hatte, wo ich gar nicht dran gedacht hatte jetzt, war, glaube ich, ob wir, wenn wir so Freizeitparkbesuche und sowas machen, ob wir da eher spontan planen oder ob wir spontan planen, alles klar, ob wir da eher spontan sind oder ob wir das ziemlich ausplanen. Und da muss ich für mich sagen, ich bin der übelste Durchplaner. Ich hasse es, irgendwas spontan zu machen. Dann bin ich das. Ich kann das gar nicht. Ich muss alles immer. Für mich ist das spontan, wenn ich sage, ich fahre nächste Woche in Efteling. Das ist spontan für mich. Und dann ist das so, oh Scheiße, jetzt ist ein Kalender und was habe ich denn geplant? Das ist wieder immer extrem spezifisch. Oh nein, durchgeplant, ich verleg, alles. Oh nein! Doch, wirklich, das ist so. Ich glaube, ich werde den Jan mal immer so richtig hart triggern, indem ich sage, ey, Marc und ich fahren morgen nach Efteling, möchtest du mitkommen? Und Jan so... Dann werde ich panisch und rufe meine Mama an, wenn ich nicht zu Hause bin, dass sie in meinen Kalender guckt. Ich habe alles in meinen Kalender eingetragen. Alle Termine für nächstes Jahr, die ich schon weiß. Ja, dann bist du das krasse Gegenteil von mir. Du bist mehr so der spontane Typ. Mich macht es fertig, wenn ich irgendwas eintrage, worauf ich mich freue, was halt noch so 3 Monate hin ist. Das macht mich fertig. Okay. Weil ich Vorfreude ist natürlich aber dann sieht man es doch jeden Tag, wenn man einen Kalender guckt und freut sich dann nochmal so. Genau, Vorfreude. Vorfreude ist die beste Freude. Ja, natürlich. Also wenn es um richtige Urlaube geht, die auch mit Transport verbunden sind, dann bin ich halt voll auf Jans Seite. Transport ist bei mir von der Haustür zum Auto. So, nee, alles was halt, wenn es mit Flüge oder Bahntickets oder ach, was weiß ich, das möchte ich halt extrem früh planen. Aber wenn es um so spontan, also man kann mich auch gerne einen Tag vorher anrufen und sagen, ey, wir fahren nach Efteling oder wir fahren nach Torwald. Ich möchte übrigens gerne mal wieder nach Efteling. Ist das mittlerweile aufgefallen? Ich auch. Marc, wir möchten gerne nach Efteling. Marc? Ich guck mal, was ich da einrichten kann. Genau, also da würde ich dann halt auch sagen, ja, kein Ding, kann man machen. Mit der Hansa-Crew. Die Hansa-Crew. Nein, wie heißt es? Die Golden Tapes, Young Jan, HPC, Dr. Coaster, Mokel Crew. Einfach alle Buchstaben, alle Vornamen im Moment. Nur noch eine schöne Reihenfolge aufbringen, nicht einfach so, wie es dir einfällt hier. Miasim. 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 Die Miasim Crew. Man könnte auch die S-Jam Crew sagen. S-Jam. S-Jam. Nee, oder das ist ein M zu wenig. Egal. Die Bananengeschichte wollte ich noch erzählen. Obwohl ich pinkeln muss und mein Laptop gleich ausgeht. S-Jam. S-Jam ist natürlich auch gut. S-Jam. Schickt uns mal eure lustigen Vorschläge, wie ihr die Buchstaben S, J, A und 2 M arrangieren würdet, um einen lustigen Crew-Namen zu bilden. Die Bananengeschichte. Ja, ich habe letztens eine Banane verloren. Mann, dein Leben toll. Ist echt spannend. Nein, ich fand's nur so witzig, weil ich habe
ich hatte morgens, war ich dabei, das Kindergartenfrühstück zu packen, habe mir eine Banane zurechtgelegt und habe dann Brot geschmiert, alles eingepackt und dann wollte ich die Banane dazulegen und dann war die Banane halt weg. War halt verschwunden. Hm. Und dann habe ich hier in die Gruppe geschrieben, so Leute, ich habe gerade eine Banane verloren und wow, mein Akku, mein Laptop ist richtig so, ich gehe jetzt aus, tschüss. Also falls ich gleich weg bin, dann war schön mit euch zu podcasten. Jedenfalls habe ich diese Banane dann einfach nicht wiedergefunden und habe eine andere mitgegeben und habe dann meiner Frau geschrieben, so ey, nicht wundern, irgendwo ist eine Banane. Ne, falls du die irgendwie findest, sorry. Und ja, sie tauchte dann am Ende wieder auf, aber ich fand es halt total lustig, dass ich halt in die Gruppe geschrieben habe, Leute, ich habe eine Banane verloren und dann alle so, ja, dann ah nein, oh, Mist, scheiße, oh mein Beileid, ey, ach fuck, ey, die taucht bestimmt wieder auf, keine Sorge. Und das fand ich einfach, I know the pain. Ich habe so, mich so weggelollt und ja, jedenfalls, es wurde dann ein paar Tage später und ich habe morgens Kind geschnappt, alle Sachen geschnappt aus dem Flur, ins Auto, Kind ins Auto geschmissen, Sachen ins Auto geschmissen, zum Kindergarten gefahren und ich nehme halt so, fahre halt zur Arbeit, nehme so meine Sachen aus dem Auto raus, aus dem Fußraum vom Beifahrer, liegt da einfach eine Tüte mit Katzenscheiße. Habe ich halt einfach morgens die Tüte mit Katzenscheiße mit rausgenommen und habe die nicht in die Tonne geschmissen, sondern in mein Auto. Dann dachte ich so, was ist eigentlich momentan mit dir los? So Bananen verlieren, Katzenscheiße im Auto rumfahren, also ich weiß auch nicht. Ich habe schon mal ein Telefon in den Kühlschrank gestellt. Ich auch! Das war halt wirklich so, ich war mit meinem Handy am Telefonieren, hatte dann irgendwie das Festnetztelefon in der Hand und dann wollte ich mir irgendwas aus dem Kühlschrank holen, tue das Telefon da rein und mach den Kühlschrank zu. Ja, ich habe mein Handy schon im Computer vergessen. Und ich hatte die CPU-Kühlung ausgebaut und wollte mir leuchten mit meiner Handytaschenlampe und habe die so, weil relativ viel Platz in meinem PC ist, das so an die Wand gelehnt und habe den aber wieder zugeschraubt und das Handy stand dann die ganze Zeit drin. Ich suche mein Handy und suche mein Handy und dann schraube ich den PC auf und dann ist da mein Handy drin. Bei mir war es auch so mit dem Kühlschrank, dass ich einfach das Telefon gesucht habe und dann irgendwann so Kühlschrank auf und so, ach, da war das die ganze Zeit. Ach Mann, ey. Jungs, like mein Laptop ist cool. Mein Laptop ist am Blinken und am Rot leuchten und sagt, hallo, ich gehe jetzt aus. Deswegen, ich sag euch jetzt schon mal tschüss. Vielen Dank, dass ihr mit mir gepodcastet habt. Ja, sehr gerne. Weil ich bin gleich wahrscheinlich auf einmal so zipp weg. Vielen Dank auch an die Hörer, dass ihr uns begleitet habt durch diese Journey, durch eure Wunschzettel. Weihnachtsabenteuer. Wir wünschen euch besinnliche Festtage, besucht den Wintertraum und macht euch eine schöne Zeit, schön viel Süßigkeiten essen, ne? Schön den Winterspeck anfressen, dann einen guten Rutsch, oder? oder wie sollte man sagen, einen guten Ride ins neue Jahr. Und Launch ins neue Jahr wünsche ich euch. Lasst mal ein bisschen die Seele baumeln und so. Ah, die Pupserei kriege ich jetzt auf einmal. Ich habe auch langsam Hunger. Ja. Und, so, wir beenden das Ganze jetzt. Wir beenden das Ganze jetzt. Greift ein. Meine lieben Leute, vielen Dank für all eure Einsendungen, Einschickungen, Einschreibungen und für eure ganzen Faxe, die ihr gesendet habt. Hat mich mega gefreut, hier mitmachen zu können. Vielen Dank, Old Merck. Old Merck, Young Jern und André. Nee, Umdreh. Umdreh. Du bist Umdreh. Okay, ich mache jetzt hier Ende, ne? Ich ja, hier ich hier Aufnahmen jetzt. Stopp. So. Tschüss, Leute! Tschüss! Aui, baui! Leute, am Ende wollte ich nochmal sagen, tausend Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank auch an alle, die was eingeschickt haben. Es kommen bestimmt noch mehr solche Folgen, wo ihr euch beteiligen könnt, ob jetzt per Text oder per Sprachnachricht. Ja, folgt wie gesagt einfach dem Instagram-Account Golden Tapes. Da kriegt ihr solche Ankündigungen mit, sowohl über Posts als auch über die Story. Und ansonsten kann ich euch sowieso empfehlen, diesem Account zu folgen, denn da poste ich alle meine Fotos und sonstigen Inhalte aus Freizeitparks. Und ja, abonniert den YouTube-Kanal Golden Tapes. Da seht ihr dann immer die zu den Podcast-korrespondierenden Videos, wie zum Beispiel auch den Wintertraum-Vlog oder die mehreren Wintertraum-Vlogs, die es jetzt von diesem Jahr schon gibt.
Und ansonsten, ihr wisst, ein für mich sehr am Herzen liegendes Thema ist immer noch das Thema Patreon. Denn Patreon ist indirekt dafür verantwortlich, dass das Ganze hier in diesem Umfang und vielleicht auch mal in noch größerem Umfang weitergetrieben werden kann. Denn bei Patreon könnt ihr das ganze Projekt Airtime Radio unterstützen mit einer schmalen Mark. Ihr könnt euch da anmelden und euch committen, einen kleinen Betrag monatlich zu spenden. Das bringt euch insofern was, dass ihr zum einen maßgeblich Bestandteil dieses Podcasts werdet, weil jede Mark, die ihr da zusammenkommt, hilft mir dabei, den Podcast besser zu machen, ob direkt oder indirekt, ob es jetzt um Equipment geht oder um Trips, die ich mache, über die ich dann berichte oder was auch immer. Fließt natürlich auch in den YouTube-Kanal mit ein. Also ob in direkter oder indirekter Form, findet jeder Cent Verwendung bei der Verbesserung dieses Produkts, und wenn es auch nur das Freischaufeln von Freizeit ist, die mir das ermöglicht. Und patreon.com/airtimeradio könnt ihr euch mal anschauen, dann kriegt dann auch schon ab dem geringsten Spendebetrag kriegt ihr schon Zugriff auf die Sonderfolgen und Sonderinhalte. Das heißt, es gibt dort ab und zu mal Videos, die sonst keiner zu sehen kriegt, oder Folgen des Airtime Radio Off-Ride Formats, wo wir über Sachen quatschen, die nichts mit dem Podcast direkt zu tun haben, aber über die wir uns dann einfach unterhalten und die quasi wie ein Bonusinhalt für eine DVD zu sehen sind. Das kriegt ihr, und auch so kleine Gimmicks wie ab und zu mal ein Sticker oder ein Button oder was auch immer zugeschickt von mir. Und ganz wichtig, meine ewige Dankbarkeit und Verbundenheit. Deswegen schaut doch da mal rein, patreon.com/airtimeradio. Und ansonsten, geht auf airtimeradio.de und da gibt's einen Link zu dem Merch-Shop. Da könnt ihr euch lustige T-Shirts kaufen. Da gibt's jetzt auch gerade wieder neue Designs mit dem Konterfei vom guten Yang Yan drauf und dem Spruch Latsch drauf. Der übelste Latsch drauf-Tag, weil das Thema Latsch drauf wird mir mittlerweile immer öfter zugetragen, dass die Leute das in freier Wildbahn immer weiter überall hören, dieses Wort. Und natürlich möchte ich weiterhin dieses Wort als meine Schöpfung besetzen. Deswegen tragt es in die Welt hinaus, das Yang Yan Latsch drauf T-Shirt. Und ansonsten hört weiterhin viele Podcasts, nicht nur diesen hier. Guckt weiterhin viele Videos, nicht nur meine. Und seid einfach weiterhin Freizeitpark-Fans und genießt das Leben und die Achterbahn. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und guten Appetit. Tschüss.